Liebe Rheintalerinnen und Rheintaler, liebe Bernerinnen und Berner, der Dialekt habe ich auch gehört. Liebe Zürcherinnen und Zürcher, der Dialekt habe ich auch gehört. Liebe Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, der Dialekt habe ich auch gehört. Es hat sicher noch weitere da. Es freut mich sehr, dass er trotz dem wunderschönen Wetter, das heute ist, dem Aufruf der 6 Rheintaler Kreisparteien gefolgt sind und zu einem Podium kommt, wo man kann sagen, Arenenniveau hat. Und das Herz wegen der Teilnehmer, und ich bin überzeugt, das wird so animiert sein, wie die Diskussionen bei euch sind. Und ich weiß, an einem so schönen Sommerabend daher zu kommen, dass braucht etwas, und wir haben entschieden, wir wollen schauen, wie hier diskutiert wird. Danke vielmals an euch. Jetzt, Ladies First, sie ist von der CVP Zürich, ist das bekannteste wahrscheinlich, oder sicher eines der bekanntesten Gesichter von der Aussenpolitik von der Partei. Sie ist Mitglied von der Aussenpolitischen Kommission, die gerade heute, gestern und heute getagt hat, hier bei der SFS, wo wir eine normale Sitzung haben. Sicher das eine oder andere schon in der Zeitung gesehen. Begrüßen Sie mit uns Kathi Ricklin aus Zürich. Von der FDP knapp gekommen, aber natürlich wie immer dann da und dann auf Vollgas. Ich kenne Sie aus dem Europarat. Ich kenne Sie als Präsidentin von der FDP Zürich. Sie ist vielleicht fast bekannter als Bundesratskandidatin Doris Fiala. Bravo. Schön, dass Sie hier sind. Ja. Noch weiter als nur von Zürich her kommt unser nächster Gast. Es ist der einzige Nationalrat, er ist ein Internationalrat, ist der einzige Nationalrat, der nicht in der Schweiz Präsident ist, der in Berlin wohnt. Ein Mann mit einer unglaublichen Karriere als Diplomat, Botschafter war in wichtigen Ländern wie Deutschland, im Iran, konfliktvoll. Und ganz wichtige Rolle gehabt, auch im Versuch, Frieden zu stiften in der Ukraine. Mitglied der Russlandpolitischen Kommission, Tim Guldimann von der SP. Wenn ihr das Gefühl habt, der sportliche Sprung sei das Einzige, was ihr heute sportlich gemacht habt, enttäuscht ihr euch. Wir sind miteinander heute schon im Sonnensee als Kieser gewesen, ich schwimme nach der Sitzung. Der nächste Gast, sein Vater ist mit 18, 19 nach der Maurerlehre ausgewandert aus dem Rientel, auf Kloten, dort mal. Hat dann ein Maurergeschäft gehabt, hat sich weitergebildet, und der Sohn ist in der Zwischenzeit eher in der schreibenden Zunft, bekannte Verleger von der Weltwoche und Chefredakteur, Weidnauer Bürger, Roger Köppel. Merci. Danke. Man merkt, dass er nicht da wohnt, er kennt sich nicht aus. Wo ist mein Tisch? Jemand, da nachher. Ich habe den Namen noch umgetan. Das ist ihn da. Aha, okay. Dann bleibe ich es noch so, du kehrst ihn. Unter uns schon auf der Bühne, und das ist ganz sagenhaft, eigentlich wäre er auf Weltreise. Warum ist er nicht auf Weltreise? Weil er das Eichen gebrochen hat. Und es gibt ja Leute, die das Gefühl haben, das Rientel sei eine halbe Weltreise vom Rest der Schweiz. Jetzt hat er vielleicht die erste Etappe gemacht. Ich hoffe, es geht dann noch weiter. Begrüßen Sie den Mann, den er vom Fernseher sicher kennt. Er hat sogar für uns Flüge montiert. Seit 25 Jahren im Fernsehen tut er analysieren, Politologen und Experten, Claude Lanchon. Jemand, der etwa 200 Kilometer vom Bodensee ins Toggenburg gewandert ist, ein Interview gemacht hat zwischendrin. Ich habe gesagt, du musst jetzt den Weg nicht noch machen, da hoch. Du hast wahrscheinlich auch noch ein bisschen wieder gehen. Er ist aber schon oben. Der Mann, den ich sehr geschätzt habe, schon in jungen Jahren, war mal mein Chef beim Skiverband, wo da die schönen Käseanzeuge noch Motto waren, wo wir meistens keine Rennen gewonnen haben, aber immerhin. Und er hat gesagt, es ist gut, wenn sie ein bisschen länger sichtbar sind, weil das ist ja der Werbeeffekt.
Aber ein Mann, der wirklich eine riesengroße Erfahrung hat im Fernsehen als Kommentator um Sport, TÜV, Ski, Tennis und so weiter. Victor Rohn. Ganz kurz zum Ablauf. Wir machen etwa 5/4 Stunde Podium, quasi wie in der Arena. Und wir haben nachher etwa so 20 Minuten Zeit zum Fragen stellen. Der Thomas Sammann und ich werden mit dem Mikrofon da sein und euch einfach dann melden, entweder bei uns oder über den Victor Rohn, wie es dann besser geht. Danke vielmals und schönen Abend. Ja, danke vielmals. Roland Rino Büchel, Nationalrat, Präsident der Außenpolitischen Kommission. Ihm verdanken wir, dass wir da sind. Und ich habe natürlich meine Gäste, die da sind, auf dem Podium schon draußen begrüßt. Darum muss ich das hier nicht nochmal machen. Wir wollen ja keine Zeit verlieren, unnötig. Aber Sie, liebe Gäste, möchte ich ganz herzlich begrüßen. Ich finde es auch schön, dass Sie heute Abend hierher gekommen sind. Und dass das Gespräch hier in Wittnau im Rinntal ist, ist eigentlich erstens richtig und es ist am richtigen, am besten Ort. Der Rinntaler hat ja sehr eine enge Bindung mit dem benachbarten Ostland, mit dem Süddeutschland, dem Bodensee, mit dem Vorarlberg, mit dem Liechtenstein. Und darum sind wir natürlich ganz besonders betroffen auch von den ganzen Entscheiden, die in der EU und zwischen der EU und der Schweiz gefällt werden. Und das ist sicher auch mit dem Grund, dass ihr hierher gekommen seid. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht, wie es steht. Und es soll heute Abend keine Frage offen bleiben. Wir haben so starke Experten hier oben, die können auch sicher alle Fragen beantworten. Und vielleicht noch schnell ein Crash-Integrationskurs für Nationalrätinnen und Nationalräte, die nicht so viel in Wittnau sind. Wenn ihr hier durchs Dorf gelaufen sind und jemand «Hopp» gerufen hat, hat er nicht sagen, laufen Sie schneller, sondern «Hopp» sagt man eben hier in Wittnau, wenn man «Hoi» sagen will. Das ist ganz einfach. Und hier in Wittnau und im Rinntal ist es auch noch häufiger so, dass man einander «Du» sagt. Also wenn Ihnen jemand, wenn Sie jemand «duzt» hat, dann ist das nicht despektierlich gewesen, sondern dann ist das nicht nur hier im Rinntal, sondern eben auch im Vorarlberg, im Liechtenstein und auch im Appenzellerland eigentlich sehr häufig der Fall. Jetzt wollen wir aber nicht mehr viel Zeit verlieren und wir steigen ein mit je einem Kurzreferat von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die wir hier auf dem Podium haben. Und ich möchte das Wort gerade Doris Fiala geben. Ja, besten Dank, guten Abend miteinander. Ich habe mich sehr gefreut, zu Ihnen zu kommen. Ich bin das erste Mal in Wittnau und eigentlich, als ich die Tafel gesehen habe, mit dem Slogan da in der Regierung, habe ich gefunden, ich bin da genau richtig. Ich kann also nicht wissen, dass man mir sagt, dass es ein Chancenland ist. Genau, das ist mein Thema. Ich werde Ihnen ganz sicher nicht von Problemen der Wirtschaft erzählen, sondern das, was ich als Chance sehe. Innerhalb der EU haben wir 500 Millionen Konsumenten. Wir haben etwa 8 Millionen Einwohner. Von dem her denke ich, wir haben zwar ein paar Knacken zu lösen, weil effektiv nach dem Nein im BDR, wo ja sehr knapp ausgefallen ist, haben wir aus der Not einen Double gemacht. Wir haben bilateral Verträge abgeschlossen. Aber jetzt ist es so, dass im Prinzip seit 2008 die EU nicht mehr möchte irgendwelche Abkommen machen, ohne dass man das an einen institutionellen Rahmen bindet. Das ist das, was uns jetzt alle bewegt. Wir haben zwar überhaupt kein Rahmenabkommen gesehen, wir wüssten nicht einmal, über was wir genau müssen befinden. Aber ich glaube, das schürt sehr viel Ängste, ob wir überhaupt noch autonom bleiben. Und ich freue mich jetzt auch mit Ihnen, hoffentlich auch gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Danke vielmals, Doris Fiala. Wir gehen gleich weiter zu der CVP. Kathi Ricklin, wir sind gespannt auf das Kurzreferat. Also seit dem Montagmorgen bin ich im Rinntal, habe die Luft schnuppern und dann auch gesehen, wie nah das Tal zu zwei anderen Systemen ist, nämlich zur Europäischen Union über Vorarlberg, Österreich. Wir hatten eine Vorarlbergerin, die uns den Kaffee serviert hat. Und wie nahe es auch eben zur EU ist und wie die Symbiose eigentlich wunderbar funktioniert.
Der Mann, der uns durch SFS geführt hat, das ist der Massimo Celentano. Celentano ist sowieso einer meiner Lieblingssänger und darum kann ich mir den Namen gut behalten. Also wir sind da ein Teil von Europa und das Modell hat funktioniert. Nach der Ablehnung vom EWR, was ich persönlich immer noch bedauere, haben wir uns mit 120 Verträgen können mit der EU ein gutes Zusammenleben schaffen. Und da müssen wir schauen, dass wir das erhalten, stärken und eigentlich in eine normale Situation überführen. Die 120 Verträge sind relativ kompliziert und der Bundesrat doktert seit mehreren Jahren an einem institutionellen Rahmenabkommen, einem Findbild von der SVP. Aber ich glaube, wir brauchen eine Lösung, wo man könnte weiterhin gut zusammenarbeiten. CVP steht zu guten Beziehungen zur Europäischen Union, zum bilateralen Verhältnis. Wir wollen keinen EU-Beitritt, aber wir wollen können die wirtschaftlichen Vorteile nutzen. Wir wollen aber auch Bildungsvorteile können nutzen. Wir sind ganz eng verflochten über Horizon 2020, über das Forschungsprogramm. Wir haben viele junge Leute, die können, einerseits für Berufsbildung, aber vor allem für Studien, in europäischen Weltstädten studieren, Erfahrung machen, zurückkommen in die Schweiz. Und all die Vorteile, die wollen wir eigentlich erhalten und nutzen. Danke vielmals, Katja Ricklin. Wir gehen weiter zu der SP, zum Tim Guldimann. Guten Abend miteinander. Wenn ich da durchs Rheintal fahre, ich bin ganz enorm beeindruckt. Ich glaube, was da passiert ist in den letzten 20 Jahren an Hightech-Industrialisierung, ist ein Beispiel, wie erfolgreich die Schweiz ist. Und wenn man sich überlegt, wie ist das möglich, da gibt es viele Faktoren. Duale Bildung oder was auch immer. Aber ein zentraler Faktor ist, dass es uns gelungen ist, das Verhältnis zu unserer wirtschaftlichen Umwelt, zur Europäischen Union mit den bilateralen Verträgen zu lösen. Und heute haben wir zwei Fragen. Das erste ist mit der Europäischen Union. Personenfreizügigkeit, das haben wir gelöst. Da kann man darüber diskutieren, gut, schlecht, aber wir haben es gelöst. Die zweite Frage ist, wie erwähnt, das Institutionelle. Da geht es darum, wie können wir, wenn wir mit der Europäischen Union ein Problem haben, wie können wir das lösen? Und das ist die institutionelle Frage. Ich bin klar für eine Lösung, so wie der Bundesrat das jetzt dran geht. Und ich bin überzeugt, das können wir machen. Mit der Aufrechterhaltung von unserer Unabhängigkeit, Souveränität. Wir bleiben das, wo wir sind. Und das ist eigentlich der Punkt. Sonst, wenn wir das nicht lösen, dann bleibt es nicht so, wie es ist. Das heisst, es ist keine Alternative, dass man sagen kann, bilateral ist wunderbar, aber mehr wollen wir nicht. Das ist nicht im Angebot. Und die Frage ist, wie wir das lösen, und das werden wir diskutieren. Danke vielmals, Tim Guldimann. Jetzt kommt ein Einheimischer, ein Wittnauer, ein Heimspiel für den Roger Köppel. Ja, liebe Wittnauerinnen, liebe Wittnauer, ich bin also noch selten so nervös gewesen vor einem Auftritt wie heute. Ich hätte jetzt fast gesagt, zum Glück ist mein Vater schon gestorben. Sonst wäre ich noch nervöser. Aber das ist schon lange her. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Das entscheidende Thema, das entscheidende politische Thema, das jetzt auf uns zukommt und wo wir heute Abend hier diskutieren, ist die Frage der Selbstbestimmung. Selbstbestimmung. Wer bestimmt in Zukunft in der Schweiz? Sind das wir? Sind das Sie? Oder sind das irgendwelche Leute, die wir keine Ahnung haben, die in Brüssel sitzen, die in Straßburg sitzen, die in irgendwelchen geschlossenen Abteilungen, klimatisierten Räumen, keine Ahnung, Gesetze machen für die Schweiz? Das ist die entscheidende Frage. Selbstbestimmung. Die SVP und ich, das ist eigentlich der Grund, wieso ich überhaupt in der SVP dabei bin, wir sind für die Selbstbestimmung. Weil die Selbstbestimmung, dass wir am Schluss über Gesetze bestimmen, dass wir maßgeschneiderte Lösungen für die Schweiz
findet, diskutiert und selber entscheidet, das ist das Erfolgsrezept der Schweiz. Das ist der Grund, warum es der Schweiz besser geht als der EU. Und die SVP ist heute die einzige Partei, die glasklar und kompromisslos zu dieser Selbstständigkeit steht, zu dieser Selbstbestimmung. Und Sie werden es dann sehen heute Abend. Leider stehen die anderen nicht mehr zu dieser Selbstbestimmung. Sie wollen die Selbstbestimmung preisgeben, aber sie wollen es nicht zugeben. Und darum sage ich Ihnen etwas. Passen Sie auf, wenn am heutigen Abend Fremdwörter verwendet werden. Dann wird es gefährlich. Am Schluss. Danke vielmals, Roger Köppel. Bevor wir zu den Fremdwörtern kommen, dann versuchen wir die natürlich dann aufzulösen und zu erklären, möchte ich den Claude Longchamp ins Spiel bringen. Er ist unser Experte. Er wird sich auch immer dann wieder einschalten, wenn irgendetwas nicht stimmt, wo unsere Referenten Ihnen da dann eben wollen überbringen oder auch wenn ein Fremdwort vielleicht nicht richtig platziert ist. Aber mich würde eigentlich interessieren, es geht ja hier um eine Partnerschaft. Es geht ja um das Eingehen von einem Vertrag, von einem Rahmenvertrag, über den reden wir jetzt. Ein näheres Zusammengehen zwischen zwei Partnern, Schweiz und EU. Mich würde interessieren, Claude Longchamp, der Zustand von der Schweiz, wie ist der Zustand von der Schweiz heute und wie ist der Zustand von dem Partner, wo wir uns mit dem dann eben verloben und nachher vielleicht verheiratet, je nachdem. Ja, ich fange mal ganz hinten an. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin gar nicht so sicher, ob das eine Verlobung oder eine Verheiratung ist. Weil das ist eine Herzensangelegenheit, wenn man sich verlobt. Und es ist sicher auch bei der überwiegenden Zahl eine Herzensangelegenheit, wenn man sich mit jemandem auch aufs Leben teilen will. Ich glaube, zwischen der Schweiz und der EU ist es in erster Linie eine Zweckgemeinschaft, die muss funktionieren. Und es ist vielleicht in zweiter Linie, mindestens für die einen, eine Frage von der gemeinsamen Identität oder von gemeinsamen Wurzeln, woher rührt aufgrund von der Geschichte, aufgrund von der Geografie, aufgrund von der Nachbarschaft. Aber ob das ein Heirat wird sein oder ein Heirat soll sein, da bin ich eigentlich grundsätzlich skeptisch. Die EU ist in einem vergleichsweise schlechten Zustand, mindestens vorübergehend gewesen, kann man sagen. Die EU hat zweifelsfrei gelitten seit dem Jahr 2008 unter der ganzen Diskussion, die entstanden ist rund um die globale Finanzmarktkrise und Krise, die entstanden ist um den Euro, Krise, die entstanden ist auch um Sozialversicherungssysteme. Und man hat sehr viel müssen kurzfristig handeln und investieren und sich dabei auch verschuldet, dabei auch Probleme sich eingehandelt hat und irgendwo auch auf eine Art eine Delegitimierung, das war noch kein Fremdwort, also eine weniger Akzeptanz hat müssen in Kauf nehmen und sich aus dem heraus mühsam, muss man eigentlich sagen, versucht rauszurappeln. Die Schweiz ist, ich mag mich noch sehr gut erinnern, im Jahr 2008, 2009, dann, wo die globale Finanzmarktkrise Europa erschüttert hat und alle die Regierungen erschüttert hat, ursprünglich 2009 auch in einer ausgesprochen verunsicherten Situation gewesen. Im Vorfeld von der Abstimmung über die definitive Einführung von der Personenfreizügigkeit am Anfang vom Jahr 2009, mag ich mich noch gut erinnern, jedes Mal, wenn irgendwo eine Firma zugetan hat, habe ich dann sofort ein aufgeregtes Telefon von der Economist bekommen, wo der gesagt hat, was müssen wir jetzt sagen? Natürlich habe ich auch nicht gewusst, was wir da dazu sagen sollen. Alle haben natürlich zittert, das könnte die definitive Einführung von der Personenfreizügigkeit abgelehnt werden. Grosse Überraschung am Tag selber, auch für mich nicht eine der Überraschungen gewesen. Es hat 59% der definitiven Einführung von der Personenfreizügigkeit und damit von einer engeren Verbindung zwischen der Schweiz und der EU zugestimmt gehabt. Was nachher passiert ist, ist eigentlich außerordentlich spektakulär. Selbstzweifel, Herr Rohner, Sie fragen mich nach EU und Schweiz, Selbstzweifel sind vor allem auf der Seite von der EU zu suchen. Dort sind sie mehrheitlich vorhanden und dort haben sie auch zu einer gewissen Schwierigkeit von Handlungsunfähigkeit geführt. In der Schweiz sind wir erstaunlicherweise, haben wir genau den umgekehrten Weg gemacht. Wir strotzen ja vor Selbstbewusstsein, dass wir es auf eine Art besser können. Wir strotzen auch vor Selbstsicherheit, dass es auch vielleicht ohne EU geht und dass wir eigentlich die Krise, die globale Weltwirtschaftskrise, sehr gut bewältigt haben.
Wir klagen zwar relativ laut, aber auf das auf ausgesprochen höherem Niveau. Das heisst, wir klagen relativ laut, obwohl es uns vergleichsweise gut geht. Ökonomisch sowieso. Vielleicht hier und da, wenn es um kulturelle Fragen geht, wenn es um Identitätsfragen geht, haben wir das Gefühl, wir sind ganz nah vor dem Ende. Oder gewisse Leute haben das Gefühl, wir sind ganz nah vor dem Ende. Aber eigentlich relativ selbstsicher, souverän, könnte man auch sagen. Wenn man die zwei Mentalitäten anschaut, dann müssen wir eigentlich sagen, beide müssen einen Schritt aufeinander zumachen, aus meiner Sicht. Beide müssen einen Schritt aufeinander zumachen. Die Schweiz wird nicht auf die Dauer ohne die EU oder ohne ein Arrangement mit der EU auskommen. Und auch aus der Sicht von der EU ist die Schweiz ein absolut attraktiver Partner, sodass auch die EU nicht einfach Kommando spielen kann und auch sagen, um was es geht, selbst wenn es 500 Millionen gegen 8 Millionen sind. Ob wir dem Rahmenabkommen würden zustimmen oder nicht, bin ich heute eher ein bisschen skeptisch. Ich gehe eigentlich davon aus, dass wir das Rahmenabkommen heute nicht würden zustimmen. Meine letzte Umfrage, die ich gemacht habe, vor etwa 4 Monaten zu diesem Thema, ist es so zu einer Zustimmung im Bereich von 43% gekommen und einer Ablehnung von über 50% gekommen. Das ist nicht in Stein gemeißelt, sondern es ist vor allem auch ein Ergebnis bei all diesen Fragen immer wieder, wie die politische Klasse, würden die einen sagen, die politische Elite, würden die anderen sagen, oder wie unsere Politiker über das Thema diskutieren. Je mehr Zweifel von oben gestreut werden zu diesem Thema, umso zweifelnder bleibt auch die Bevölkerung, ob das gut ist. Wenn ein einheitlicher Wille entsteht, dann sind es noch 7% auf die 50. Das ist durchaus möglich. Danke vielmals. Sie sagen es, die Schweiz ist ein starker Partner, die EU im Moment nicht so in Topform. Das wissen wir alle auch. Und Sie sagen auch, im Moment sehr wahrscheinlich gibt es in der Schweiz keine Zustimmung zu dem Rahmenabkommen. Weiss man denn, was in dem Rahmenabkommen ist? Sie haben, glaube ich, gesagt, Tim Guldimann, wir kennen den Inhalt und wir wissen, was verhandelt wäre von dieser Gruppe. Also, Roger Köppel, Selbstbestimmung, ja. Und die Lösung, die der Bundesrat jetzt anstrebt, garantiert die Selbstbestimmung. Das heisst, wir unterwerfen uns nicht einem fremden Gericht und wir akzeptieren nicht, dass andere über uns entscheiden. Warum nicht? Erste Frage. Was passiert, wenn wir das nicht machen? Um das gerade vorauszunehmen, die bilateralen Verträge werden von der EU nicht gekündigt. Da müssen wir keine Angst haben, das ist viel zu kompliziert. Aber was passiert ist, unsere Beziehungen werden blockiert und es passiert etwas, was man Rechtsverunsicherung nennt. Das heisst, eine Unternehmung, die jetzt in der Schweiz investieren will, weiss nicht, wie ist es denn in 2 Jahren? Kann ich weiterhin damit rechnen, dass ich mit meinen Produkten aus der Schweiz den Zugang zum Markt in der EU habe oder nicht? Und diese Verunsicherung führt dazu, dass Unternehmen anfangen, anstatt da zu investieren, im Ausland zu investieren oder im schlimmsten Fall Arbeitsplätze zu verschieben. Das ist ein langsamer Prozess. Das kommt nicht sofort. Das hat schon langsam ein bisschen eingesetzt. Man meint, das sich nur der Schweizer Franken. Es ist aber auch die Rechtsverunsicherung. Jetzt, was bedeutet das? Der Vertrag, die Frage ist, wissen wir, was es ist? Ja, wir wissen es in dem Sinn, dass der Bundesrat jetzt eine Lösung verhandelt, was Folgendes bedeutet. Es geht um die Frage, wie tut man in den Verträgen, wie kommt man da weiter? Und das sind 4 Fragen. Das erste ist, übernehmen wir, können wir frei entscheiden, ob wir die neuen EU-Regelungen übernehmen, ja oder nein? Ja, das können wir. Ist in den Verhandlungen kein Problem. Gemäß Bundesrat, das, was man anstrebt, kann man machen. Die Überwachung, das heisst, dass man sich einig ist, wie, was das bedeutet und wie es angewendet wird, das geht auch. Es gibt einen Punkt, wo man es lange diskutiert hat, was passiert, wenn man sich nicht einig ist. Und das bedeutet Folgendes. Wenn man sich nicht einig ist, dann gibt es einen gemischten Ausschuss. Dort sitzen die EU-Mitglieder und da wir. Und man diskutiert. Vielleicht findet man eine Lösung. Wenn man nicht eine Lösung findet, dann kann entweder die EU-Vertreter oder wir können zum Europäischen Gerichtshof gehen. Der Europäische Gerichtshof schaut den entsprechenden Paragraph an und sagt, generell muss der so interpretiert werden. Dann geht es zurück in den gemischten Ausschuss. Und der gemischte Ausschuss entscheidet im konkreten Streitfall, wie tut man das anwenden. Wenn er sich nicht einigen kann, das heisst, wenn die Schweizer selbstständig, souverän sagen, nein, wenn wir nicht,
Dann sagt die EU, okay, dann gibt es Gegenmassnahmen. Das ist so in einem internationalen Vertrag. Wenn man sich nicht einig ist, hat die andere Seite die Möglichkeit, auch die Schweizer Seite hat die Möglichkeit, wenn man sich nicht einig ist, Gegenmassnahmen zu erlassen. Und dann ist die Frage, und das wird jetzt verhandelt, ist das Ausmaß von einer Gegenmassnahme, ist das gerechtfertigt, ist das richtig? Und über diese Frage soll das Schiedsgericht entscheiden. Das heisst wieder EU und Schweizer zusammen, die sagen, die Gegenmassnahme, in diesem Fall von der EU, kann aber umgekehrt auch von der Schweiz sein, ist das in Ordnung so, ja oder nein? Dann gibt es noch etwas. Das, was der Europäische Gerichtshof darüber kann urteilen, sind nur EU-Regelungen. Das heisst, Regelungen, die wir übernommen haben in unseren Verträgen, die auch in der EU genau so sind. Dann gibt es spezielle Regelungen, die wir nur im bilateralen Verhältnis haben. Und wenn es um die geht, ist nicht der EuGH, also nicht der Europäische Gerichtshof zuständig, sondern wieder ein Schiedsgericht. Mit anderen Worten, das hat man noch nie so vereinbaren können, aber das ist das, was jetzt verhandelt ist und was im Rahmen ist vom Mandat vom Bundesrat. Das heisst, der Bundesrat hat der EU gesagt, das können wir machen, bis daher noch nicht weiter. Wenn man das durchkriegt, und das sieht so aus, dann kann man sagen, die Selbstständigkeit der Schweiz ist gewährleistet, wir geben unsere Souveränität nicht auf. Die Alternative davon ist eine Verunsicherung, und ich glaube, die tut unserem Land und eurer Region da sicher nicht gut. Also da muss man einfach... Köppel, kein Problem. Ja. Man muss einfach da Folgendes sehen. In dieser Frage vom Rahmenvertrag ist die Unehrlichkeit von den Leuten, die das vorbringen, am grössten. Tim Guldimann. Sie müssten den Leuten, die hier sitzen, sagen, dass sie persönlich in die EU hineinwollen. Das ist ihr Fernziel und ihre Partei sowieso. Wenn Sie jetzt diesen Leuten versuchen zu verkaufen, dem Publikum, dass der Rahmenvertrag ein Vertrag ist zur Sicherung der Unabhängigkeit der Schweiz, dann frage ich Sie, warum sind Sie eigentlich in der SP, die in die EU hineinwohnt? Da wird einfach nicht ehrlich geredet. Ich muss Ihnen etwas sagen, mich ärgert das. Ich sitze jetzt seit 2 Jahren in Bern dort oben und ich höre solche Vorträge. Was ist der Rahmenvertrag? Der Rahmenvertrag ist die Rahmung der Schweiz, ist die Beendigung von der Eigenständigkeit und von der Unabhängigkeit und von der Selbstbestimmung. Und der Rahmenvertrag ist zu grossen Teilen schon ausgehandelt, das bestätigen alle. Was will der Rahmenvertrag? Erstens, die Schweiz muss in Zukunft in allen Vertragsbeziehungen mit der Europäischen Union automatisch, dynamisch sagen jetzt den Amix, weil sie nicht das Wort automatisch verwenden, europäisches Recht übernehmen. Also wie wenn ich mit Ihnen einen Mietvertrag mache und dann kann ich laufend den Mietzins erhöhen. Und wenn Sie daraus raus, kann ich Ihnen noch einen Buß zahlen, dass Sie den Vertrag künft. Also Sie müssen automatisch meine Mietzinsen erhöhen. Da muss wirklich Politiker sein, wenn du so einen Vertrag unterschreiben willst. Zweitens, er hat es gesagt, wenn plötzlich mal die Schweizer sagen, wobei die Schweizer, die dann dort verhandeln, die sagen gar nichts, die tun das ja noch vorantreiben. Aber wenn die Schweizer jetzt sagen, nein, das wollen wir nicht übernehmen, das Stückchen, dann sagen sie, gut, da gibt es so ein gemischtes Ding, tut euch mal einigen, werden sie sich nicht einigen, dann, Entschuldigung, wird das einem obersten europäischen Gerichtshof vorgelegt, fremde Richter. Jetzt ist die neueste Strategie, dass sie dazwischen schaltet, also sogenannte Schiedsrichter, die sie auch drinnen ein bisschen nebulös, weil sie auch gemerkt haben, wenn man von fremden Richtern redet, dass das die Leute nicht so gerne haben. Tatsache ist, die Schweiz wird der fremden Gerichtsbarkeit der Europäischen Union unterstellt. Wir gehen also sozusagen hin, das 1291 zurück. Und jetzt kommt noch das Größte. Wenn sich die Schweiz nicht an das haltet, was die EU will, oder das sogenannte Schiedsgericht, das es noch gar nicht gibt. Wenn sich die Schweiz nicht daran hält, dann hat die EU, er hat sich da ein bisschen drum herum geschlängelt, natürlich brillant, diplomatisch, bewundere das, drum herum geschlängelt, dass die Schweiz Sanktionen muss entgegennehmen. Aber sie reden eben nicht von Sanktionen, das sind nicht das Fremdwörter, sie reden dann von Ausgleichsmaßnahmen. Also Ausgleich, wenn sie bestraft werden, ist es eine Ausgleichsmaßnahme. Sanktionen. Und das, meine Damen und Herren, ist nicht ein gleichberechtigtes bilaterales Verhältnis, sondern es ist ein Unterwerfungsverhältnis. Die EU will das,
bestimmte Kreise in der Schweiz wollen das, CVP will es, die SP will es und ich bin sicher, dass wir dann auch noch reden. Weil, wenn man die Leute im Parlament fragt, ja, wenn ihr gegen die Unterwerfung sind, und ich habe so einen Vorstoss gemacht, verbieten von solchen Rahmenabkommen, die die Schweiz unterwerfen, was meinen Sie, welche Partei ist die einzige, die dafür war, dass man das verbietet? Die SVP. Alle anderen Parteien im Bundeshaus haben gegen ein Verbot von so einem Unterwerfungsvertrag gestimmt. Und das ist für mich die Unehrlichkeit. Und ihr müsst jetzt heute einfach mal klar rausrücken und sagen, Entschuldigung, Klartext reden und nicht so mit vernebelnden Aussagen. Nein zu dem Unterwerfungsvertrag, weil der macht die Unabhängigkeit kaputt, der zerstört die Wohlstandsgrundlagen der Schweiz, die das Wichtigste sind, dass unser Land gut ist. Das klären wir doch mit den beiden Damen in der Reihenfolge, wie du sie angesprochen hast, Kathi Ricklin. Ja, also der Roger Köppel gesehen, hat fast ein bisschen Wahnvorstellungen, weil er aus dem Rahmenabkommen, wo es sich nur um den Binnenmarkt handelt, ein Monster macht, das unserem Land in dem Sinn sicher nie den Schaden würde zurichten, wie er sich das vorstellt. Ich würde sogar sagen, es gäbe die Nutzen. Aber ich bin einverstanden. Wir sind auch nicht glücklich über das Mandat, so wie es verteilt worden ist. Ich glaube, inzwischen ist auch die FDP nicht mehr dafür. In all den Interviews von den Bundesratskandidaten, mindestens von der Isabelle Moret und vom Herrn Mode und vom Herrn Gassis, habe ich gehört, dass sie den EuGH nicht wollen. Wir sind immer dagegen, dass man den Europäischen Gerichtshof wählt. Es gibt eine andere Lösung. Ich habe immer so einen schönen blauen Kugelschreiber. Das ist nämlich unsere EFTA. Wir sind Mitglied von der EFTA. EFTA macht vor allem Freihandelsabkommen und ist eine sehr bewährte Institution, die eigentlich auf die Schweiz zugeschneidert ist. Also das wäre eine Lösung. Das hätte der Bundesrat nicht wollen. Und das ärgert mich heute noch. Und das weiss der Didier Burkhalter. Darum hat er heute Morgen mir gesagt, eben, ich sei ja sowieso nicht dafür. Und das stimmt. Ich bin so nicht dafür, wie es der Bundesrat das ausgearbeitet hat. Und ich bin mit dem Claude Longchamp auch einig, das dürfen wir gar nicht zur Abstimmung bringen, weil das gäbe einen totalen Schiffbruch und wäre nachher für unsere vernünftige Europapolitik extrem schädlich. Es geht darum, dass wir die Bilaterale erhalten. Heute Morgen haben wir gerade gehört, dass zum Beispiel das Abkommen REACH, das hat die Schweiz wählen. Die Schweizer Chemie, für die wäre das ganz wichtig gewesen, ein REACH-Abkommen. Das haben wir verschlafen, wir haben jahrelang verhandelt. Was hat unsere Chemie gemacht? Sie hat einfach die Arbeitsplätze ausgelagert. Die Arbeitsplätze sind nicht mehr bei Ihnen im Rheintal, sie sind nicht mehr in Basel, sie sind nicht mehr in Zürich, die sind einfach weg. Das wollen wir ja eben genau nicht. Und das wäre, wenn wir nichts machen, dann wandern die Arbeitsplätze abwandern. Ich glaube, Sie wissen es in Ihrem Tal ganz speziell. Ich meine, Sie haben Liechtenstein, der mit dem EWR wunderbar lebt, oder? Und Sie haben Österreich. Und Deutschland hat inzwischen die tiefere Arbeitslosigkeit als die Schweiz. Das sollte der Roger Köppel auch wissen. Sie sind der Wirtschaftsmotor, der brummt enorm. Die deutschen Aktien steigen da ganz anders als die Schweizer Aktien. Also, ich werde dann noch schauen, wer im Moment besser dran ist. Ja, Deutschland ist im Moment auf sehr gutem Weg. Ich muss es leider sagen. Deutschland ist aber nicht die EU. Jetzt gehen wir noch über zu der FDP. Ja, meine Damen und Herren, ich finde es immer wieder ein Highlight, um Herrn Köppel zuzuhören. Da kann man also, von seiner Rhetorik kann man also echt etwas lernen. Und darum finde ich es immer gut, wenn wir uns austauschen und ein bisschen kehren und kibbeln miteinander. Aber ich muss sagen, es tönt zwar super gut, aber ich hoffe schon, auch Ihnen wird hier und da heute Abend noch wir können ein Schmunzeln anbringen. Ich möchte mal zu dieser Selbstbestimmungsfrage kommen. Meine Damen und Herren, sämtliche Risiken, die heute auch unser Land bedrohen, sind global. Terrorismus, Internetkriminalität, Pandemien, Menschenhandel, Flüchtlingswesen, das sind alles globale Herausforderungen, globale Risiken. Und in dem Punkt, ob man es will oder nicht, ohne Kooperation in der Selbstbestimmung, wären wir ziemlich am Haken. Und nur wer anerkennt, dass das globale Risiken sind, kann nachher auch vernetzt handeln. Ich denke, dass das auch seinen Preis hat,
dass wir in die EU so viel Waren liefern können, dass wir einen Markt dort haben, ich sage es nochmal, 500 Millionen Konsumenten. Und jetzt tue ich Ihnen mal sagen, als Wahlbeobachterin habe ich beispielsweise die Wahl beobachtet in Bulgarien, die relativ frustriert wieder heimzottelt. Und dann habe ich mir überlegt, also nehmen wir jetzt mal Bulgarien. Jetzt reden wir noch nicht mal von irgendwelchen vielleicht Ländern, die noch schwieriger sind als Bulgarien. Nehmen wir Bulgarien als Beispiel, was die Selbstbestimmung würde bedeuten. Sagen wir mal, wir haben einen Vertrag, wie viel wir dort zu welchem Preis herliefern und es gibt irgendeinen Konflikt. Kann ja sein, oder? Für das steht immer am Schluss des Vertrags, wo die Gerichtsbarkeit ist. Jetzt, meine Damen und Herren, wirklich unter uns gesagt, haben Sie das Gefühl, wir würden dann den Konflikt mit Bulgarien am Bezirksgericht St. Gallen lösen? Oder ist es vielleicht möglich, dass man ein bisschen anders muss überlegen muss, als das der Roger Köppel sagt? Und ja, es stimmt eben. Es wäre vielleicht für ihn die heile Welt gewesen, Freihandelsabkommen 1972 wäre für ihn optimal gewesen, aber das Einzige, was gesichert ist in unserem Leben, ist, dass sich alles immer verändert, weiterentwickelt. Und nur die, die versuchen, schlau zu sein und agil zu sein, werden am Schluss sich können in dieser recht komplizierten Welt, die wir heute haben, können bewegen. Und wenn nun der Herr Köppel sagt, wir haben quasi alles zu schuppeln, wo gehen verhandeln und was sowieso nur schlecht meinen mit der Schweiz, dann, meine Damen und Herren, ärgert mich das schon. Denn das würde bedeuten, dass mit ihren Steuern 16 Verhandlungsrunden seit Mai 2014, die letzte Verhandlungsrunde jetzt im April 2017, eigentlich für die Katz gewesen sind, dass das alles Lappi sind, die dort überhaupt versuchen, etwas Gutes für die Schweiz zu machen. Und ich möchte in diesem Zusammenhang einfach sagen, nichts ist gesichert zu diesem Rahmenabkommen. Aber es geht um die Anerkennung der Produkte, der Produktbezeichnung. Es geht um Personenfreizügigkeit, wo wir jetzt ja ein bisschen einen Sonderfall uns da ausbedungen haben, wo man gut oder schlecht finden kann. Es geht um Luft- und Landabkommen, um Agrarabkommen und speziell nach dem Ja zu der Energiestrategie, wo also der Herr Köppel und ich auf der gleichen Seite waren. Ich habe mich nämlich zusammen mit der SVP für ein Nein eingesetzt. Entschuldigung, da unten sitzt der Toni Brunner, er weiss, dass das so ist. Und von dem her weiss er ganz genau, dass ich also nicht irgendwie ein links Gutzli bin, meine Damen und Herren, sondern einfach mir jetzt da wehren, dass da Zeug aufgetischt wird, das einfach nicht stimmt. Und ich möchte Ihnen sagen, aus den neuesten Unterlagen, die ich habe, zum Stand der Verhandlungen, ist ganz klar, und das ist auch für meine FDP ganz klar, keine automatische Rechtsübernahme ist für die FDP absolute rote Linie und innerstaatliche Beschlussfassung wird gewahrt. Und sonst ist auch die FDP gegen ein solches Rahmenabkommen, werden auch wir Nein sagen. Aber ich bin dezidiert der Meinung, es ist auch zu unseren Gunsten, wenn wir uns bewegen. Ich möchte Ihnen zwei grosse Firmen sagen, die in der Verzweiflung, weil sie einen Rechtsstreit hatten, am Schluss den sehr unbeliebten Gerichtshof von Straßburg anrufen. Erstens ist es um niemand geringer gegangen als um den Stefan Schmidheini. Er hat das Problem gehabt, wo er am Schluss gesagt hat, wenn ich da in dem Asbestfall nicht gegen Italien gönne, wenn ich da nicht durchkomme, werde ich im Fall beim Gerichtshof in Straßburg klagen. Die zweite Firma, die das gesagt hat, war die UBS, die übrigens als Klammerbemerkung in der Zwischenzeit 30'000 Arbeitsplätze nicht mehr in der Schweiz hat, weil sie dann einfach zu unsicher ist, wie man da geschäften kann. Die UBS hat gesagt, im Streit gegen Frankreich, wenn das 30'000 Arbeitsplätze ausgesiedelt. Ich weiss nicht, ob ich jetzt einen Fehler gesagt habe, dass es so ein Raum gibt. Können Sie mir nachher sagen. Aber die UBS hat gesagt, wenn wir nicht durchkommen beim Rechtsstreit gegen Frankreich, werden wir klagen in Straßburg. Meine Damen und Herren, unser Land ist potent und stark,
Aber unser Land, das immer sagt, ja, da müssen wir halt ein bisschen Muskeln zeigen gegenüber den Amerikanern. Wir müssen uns nicht alles gefallen lassen. Das haben wir gesehen, wie wir Muskeln haben können zeigen und die erste Bank dann vom Herrn Wegelin zugegangen ist. Der, der rumgelaufen ist durch die ganze Schweiz und gesagt hat, jetzt müssen wir mal Muskeln zeigen. Auf das bin ich weder stolz, noch mache ich Vorwürfe, aber ich bitte darum, dass wir nicht irgendetwas in den Raum stellen, wie unabhängig wir am Schluss des Tages sind, wenn wir genau Beispiele haben, die eben leider zum Teil das Gegenteil dokumentieren. Liebe Doris Fial, ich hätte mir gewünscht, dass der Außenminister und FDP-Bundesrat Didier Burkhalter ein bisschen mehr Muskeln gezeigt hätte in den Verhandlungen mit der Europäischen Union. Aber ich erwarte natürlich nicht von einer FDP-Parlamentarierin, dass sie irgendetwas Kritisches über ihre eigene Bundesräte sagt. Das ist ja klar, darum verteidigst du die, ja, was die ausgehandelt haben. Meine Damen und Herren, die SVP und ich als APK-Mitglied, wir setzen uns dafür ein, dass die Schweiz mit der EU gut zusammenarbeitet. Gut kooperiert. Das ist doch gar nicht die Frage von der Zusammenarbeit. Wir arbeiten ja mit allen zusammen, nicht nur mit der EU übrigens. Auch mit Amerika, mit anderen Staaten, in Südamerika, mit Russland, mit China und so weiter in Asien. Wir wollen mit allen zusammenarbeiten. Aber die Frage ist doch die, und da muss man ein bisschen jetzt anfangen differenzieren. Und ihr müsst ein bisschen von eurem EU-Trip oben runterkommen, von eurem Einrahmungsfantasie. Ich weiss gar nicht, wieso man das gut findet, wenn man ein Land einrahmt mit einem Vertrag. Das ist doch nicht frei. Wir wollen zusammenarbeiten miteinander. Natürlich. Bilateral. Ja. Darf ich da noch etwas einwenden? Warte jetzt mal schnell da. Da musst du jetzt genau zuhören. Ja, ich das habt ihr noch nicht begriffen in der SP. Wir wollen zusammenarbeiten. Gleichberechtigt. Aber wir wollen nicht auf die schiefe Bahn kommen. Wir wollen keinen Vertrag abschliessen, der uns einseitig der europäischen Gerichtsbarkeit unterwirft. Wir wollen keinen Vertrag unterschreiben, wie es der Bundesrat jetzt schon akzeptiert, dass wir automatisch mit europäisches Recht übernehmen. Meine Damen und Herren, da sitzen Leute von der FDP da. Was ist das Erfolgsrezept der Schweiz? Warum geht es der Schweiz besser als der Europäischen Union im Durchschnitt? Das ist übrigens nicht so, Kathi Ricklin, dass die Schweiz zu einer Art Nordkorea von Europa geworden ist. Haben wir nicht gesagt, wir haben immer noch, Entschuldigung, wir haben pro Jahr 80'000 Zuwanderung netto in das Land. 80'000. Wenn die Schweiz so unattraktiv wäre, dann kommen dann alle Europäer in die Schweiz rein. Komm, hört doch auf. Also wir wollen zusammenarbeiten, aber gleichberechtigt. Unabhängig bleiben. Und unser Erfolgsrezept, meine Damen und Herren, ist doch das, dass am Schluss die direkt Betroffenen, nämlich Sie, über alles abstimmen können, was Sie direkt betrifft. Sie sagen denen zu Bern, also, ja, Sie müssen nicht abwinken, das ist so. Wir können selber bestimmen, wir können den Politiker in Bern sagen, wo es durchgeht. Schön. Wenn man den Rahmenvertrag abschließt, wenn wir uns unterordnen, unter die EU, dann verlieren wir das, liebe Kollegen, was die Schweiz ausmacht und was die Stärke ausmacht. Aber ich freue mich, liebe Doris, wenn ihr wirklich Kraft habt, Nein zu sagen zu den Plänen von eurem eigenen Bundesrat, Didier Burkhalter, der bis jetzt nichts anderes verfolgt hat. Könnte man den Monolog zum Abschluss bringen? Zu unterwerfen. Ganz kurze Korrektur von der Doris. Ich würde dich auch nicht unterbrechen, liebe Doris. Biela, kurze Korrektur. Ich will nur schnell etwas klären. Wegen diesen Muskeln, wegen dem Finanzplatz. Also, da bist du einfach noch im Parlament. Aber dort hat im Fall Frau Wittmer-Schlumpf das ausgehandelt und nicht der Didier Burkhalter. Also bitte. Ja, Didier reden wir vom Rahmenvertrag, also gut, aber dann muss man, wenn man von den Muskeln redet, dann müssen wir nicht anfangen, auf dem Didier Burkhalter rumzuturnen, weil der hat jetzt mit dem Finanzplatz zufälligerweise effektiv nichts zu tun gehabt. Frau Wittmer-Schlumpf, du lieber vergisst, das kann ich verstehen, aber es ist trotzdem eine Tatsache. Nummer zwei. Bis jetzt kennst weder du den genauen Inhalt noch ich von so einem Rat. Nein, wir kennen den genauen Inhalt. Ja, das ist aber gut. Das ist gut. Ich bin froh, ich habe es gerne erklärt. Moment, schnell. Und das dritte, was ich möchte kontern,
ist also folgendes, meine Damen und Herren, ich weiss schon, ist ein bisschen eine unkomfortable Situation, ausgerechnet jetzt, wo natürlich die SVP Unterschriften sammelt gegen Personenfreizügigkeit. Aber zu sagen, dass die alle, dass alles so katastrophalisch steht und dass die darum alle zu uns kommen, muss ich Ihnen sagen, seit also das erste Quartal, seit 2010, ist es der tiefste Wert der Zuwanderung. Und ich finde, mindestens zeigt das, dass es eben effektiv auch mit der Konjunktur zusammenhängt. Und es ist gesagt worden, Deutschland geht es viel besser, aber auch Portugal und Spanien. Und die kommen nicht mehr alle in Massen zu euch. Nur noch 80'000 Einwohner von der Gesamtbevölkerung. Ja, natürlich. Schaut doch einmal die Statistiken an. Ihr habt dreimal höhere Zuwanderung pro Kopf als die Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, und das wollt ihr gar nicht zur Kenntnis nehmen. Darum haben wir auch den Volksentscheid gegen die Masseneinwanderung nicht umgesetzt. Ich wechsle zum Tim Bultimann. Im Übrigen ist es so, es kann niemand zu lang reden. Wenn einer zu lang redet, löscht das Licht ab, das haben wir so genau. Das wollten wir ja lieber nicht. Also, Tim Goldimann. Also, wir sind immer noch in voller Beleuchtung. Roger Köppel hat richtig gesagt. Am Schluss entscheidet das Volk. Ja, das ist richtig. Und sie entscheidet, ob das, was am Schluss auf dem Tisch liegt, akzeptabel ist und unsere Selbstbestimmung garantiert. Alles, was ich weiss, ist das Mandat vom Bundesrat. Und Doris Fiala hat das klar gesagt. Rote Linie. Und die Ansage vom Bundesrat in Brüssel ist knallhart. Das geht nicht. Und in Brüssel ist man auf einer Linie, in der Richtung, die ich es vorher skizziert habe. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, wenn das am Schluss im Vertrag steht, können wir sagen, die Selbstbestimmung tun wir nicht aufgeben. Es gibt fremde Richter, aber wir dürfen uns denen nicht unterordnen, weil wir frei entscheiden im ganzen Prozess, ob wir das akzeptieren oder nicht. Und das ist in einem Vertragsverhältnis im Völkerrecht das Normale. Und diese Souveränität können wir aufrechterhalten. Und was geht es? Es geht um die Sicherheit, ob der Produktionsstandort Rital in Ihrem Fall weiss, in 1, 2, 3, 4 Jahren können wir in die EU exportieren, zu Bedingungen, die klar sind. Und wenn die nicht klar sind, tut man nicht investieren. In den letzten 15 Jahren hat es fast 2 Millionen Arbeitsplätze gegeben, die Schweizer Firmen im Ausland geschafft haben. Da drin hat es auch Verschiebungen von Arbeitsplätzen gegeben. Das haben wir dank einer sehr guten Konjunktur noch nicht gemerkt, ist aber nicht sicher, wie das in Zukunft ist. Und Sie müssen dann entscheiden, wenn Sie den Vertrag sehen, wollte ich die Sicherheit haben mit den Bedingungen, die da ausgehandelt worden sind, wo ich sage, unsere Unabhängigkeit ist garantiert, wir dürfen das nicht unterwerfen. Oder, wenn ich das ablehne, gibt es eine Verunsicherung. Das ist noch nicht schlimm in den ersten paar Monaten. Das wird einfach immer schwieriger. Und da kommt noch etwas. Und Doris Fiala hat das gesagt mit Bulgarien. Nehmen wir doch Italien. Italien, wenn es um Gericht geht, ist Europameister in der Verletzung von europäischen Prinzipien. Im Europäischen Menschenrechtsgerichtshof ist Italien einer der Spitzenreiter, weil man nicht vor Gericht gehen kann. Was macht eine Schweizer Firma? Was macht eine Firma aus ihrer Region, die nach Italien exportiert und ein Problem bekommt? Ja, wenn wir dann so einen Vertrag haben, dann kann man die Verletzung vom bilateralen Vertrag durch Italien in gemischten Ausschuss einbringen, man kann an den Europäischen Gerichtshof gehen, die Schweiz, an den Europäischen Gerichtshof, und bekommt ein Urteil, wo die Schweiz im eigenen Interesse für unseren Marktzugang, unsere Export in Italien kann durchsetzen gegenüber den italienischen Behörden. Und da kommt etwas. Wir reden immer davon, ja, was passiert, wenn wir uns streiten mit der EU. Die Schweiz ist Europameister, wenn es darum geht, europäische Regelungen und Abmachungen einzuhalten. Da kann man auch kritisieren und sagen, alle anderen bescheissen. Warum bescheissen wir eigentlich nicht? Da kann man es anders mal darüber diskutieren. Aber fest ist, dass wir nicht bescheissen. Bedeutet, dass Streitfälle gegenüber Italien mehr auf der anderen Seite liegen oder in anderen EU-Staaten als auf Schweizer Seite. Das heisst, was wir erwarten können, ist, wir bekommen ein Instrument,
mit dem Vertrag, um unsere Exportinteressen durchzusetzen auf dem europäischen Markt. Und der bestimmt die Zukunft unserer Wirtschaft. Ich frage mich eigentlich, ob der Roger Köppel eigentlich aus Prinzip dagegen ist, weil wir kennen das, er ist eigentlich immer auf der anderen Seite, oder ob es ihm wirklich ernst ist, weil er nämlich ein Mann wäre, der die Wirtschaft vertreten und unsere guten wirtschaftlichen Beziehungen zur Europäischen Union. Und ein weiteres Beispiel haben wir jetzt gerade gesehen, das sind die technischen Handelshemmnisse. Die technischen Handelshemmnisse sind enorm wichtig für Ihre Industrie da im Rheintal, für Feinmechanik, für Maschinen, dass man die Produkte, die man in der EU exportiert, dass man die nicht zweimal kontrollieren lassen muss. Das hätte den Prozess enorm verteuert, wir wären völlig aus dem Wettbewerb rausgefallen. Da frage ich mich eigentlich, ob er denn die wirtschaftlichen Interessen der Schweiz nicht vertreten will und einfach sich das kann leisten kann, weil er weiss, bei den Erfolgsabstimmungen sind immer etwa 55% für die Beziehungen zur EU und 45% dabei. Das ist etwa so der Durchschnitt, den wir immer so hatten bei diesen rund 7 Abstimmungen, die wir schon hatten. Und darum kann er sich das leisten. Das wäre jetzt eigentlich meine Frage an Roger. Dazu, da, liebe Kathi Rickli. Das ist gut. Das ist eigentlich eine Frage. Ich finde das immer charmant, wenn du mir so ein bisschen Vorträge haltest über das Unternehmertum, über das Internationale. Im Unterschied zu dir führe ich ein Unternehmen. Ich glaube, du bist vom Staat angestellt, ich führe ein Unternehmen. Im Unterschied zu dir... Ich bewundere ehrlich gesagt das Selbstvertrauen von der Kathi Rickli, wie sie das hier so oben runterfährt. Im Unterschied zu der Kathi Rickli habe ich in der Europäischen Union gearbeitet. Ich habe mit diesen Leuten geredet und ich gebe es da ganz ehrlich zu. Ich hatte einmal einen Abend gegessen, nach dem Arbeiten bin ich heimgekommen. Und dann ist in der Straße, wo ich gewohnt habe, ein Italienerbeiz. Und in dieser Italienerbeiz ist der damalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder auch nach Dienstschluss gesessen mit ein paar Leuten. Und er hat mir dann hochvertraulich etwas gesagt. Ich bitte Sie, das jetzt unter uns zu fassen. Ich habe ihn dann gefragt, Sie haben alle schon ein Gläschen Roten gehabt, das hat ein bisschen geleuchtet dort an dem Tisch. Und dann habe ich den Gerhard Schröder gefragt, Sie, Herr Schröder, würden Sie der Schweiz eigentlich empfehlen, der EU beizutreten oder sich irgendwie an die EU anzunähern, irgendwo institutionell? Da kann ich Ihnen sagen, Sie können ihn holen, er wird es Ihnen bestätigen. Der hat einen spontanen Lachanfall bekommen und hat gesagt, ja, mein Gott, der Schweizer, ja, sind Sie denn verrückt geworden? Dann hat mir der Gerhard Schröder einen Vortrag über die Notwendigkeit von der Unabhängigkeit gehalten. Er hat mir zum Beispiel erzählt, du müsstest ein bisschen mehr in die EU rausgehen, Kathi Rickli. Und nicht nur immer bei diesen Europäern. Ich verfolge den Gerhard Schröder sehr genau. Er hat mir erzählt, wie wichtig das es ist für eine Schweiz, dass man unabhängig von diesen Institutionen bleibt. Und ich betone es nochmal, wir wollen zusammenarbeiten mit der EU, aber wir wollen sie nicht heiraten. Und einen Punkt muss ich noch zum Tim Guldimann sagen. Das ist ein Argument, das viele Leute bringen, um ihnen Angst zu machen. Sie sagen, wenn wir uns von der EU nicht erpressen lassen, wenn wir uns nicht so eine Einrahmung aufdrücken lassen, das will ja die EU, das will ja nicht die Schweiz angeblich, das will vor allem die EU, dann ist der Export gefördert. Dann sind Arbeitsplätze gefördert. Dann kann die Schweiz nicht mehr exportieren. Entschuldigung, das ist falsch und das ist eine Angstmacherei. Der schweizerische Export, und ich nehme da einen anderen Zeugen, das ist nicht SVP-Zahl, das ist der Rudolf Strahm, SP-Mitglied, Ökonom. Der Rudi Strahm hat das nachgewiesen in mehreren Zeitungen, unter anderem in einer, wo ich jetzt den Namen nicht sagen will, die gehört mir, also Weltwoche. In dieser Weltwoche und in anderen Zeitungen hat er geschrieben, dass durch die Freihandelsabkommen, die wir mit der EU haben, durch die WTO-Regelungen und WTO-Abmachungen 90-95% von unserer ganzen Exportindustrie abgesichert sind. Es stimmt, es gibt gewisse Vorteile von diesen 7 bilateralen Verträgen 1, die hier erwähnt worden sind. Es gibt gewisse Vorteile, aber wir sind der Überzeugung, und ich bin der Überzeugung, dass die kleinen ökonomischen Vorteile, die überhaupt nicht die Exportfähigkeit der Schweiz gefährdet,
Weil die ist zu 95% abgesichert durch andere Verträge, die nicht betroffen sind durch die, dass die kleinen Vorteile, die enormen politischen und auch wirtschaftlichen Nachteile nicht aufwiegen, die wir werden haben, wenn wir die Unabhängigkeit preisgeben und wenn wir uns anschrauben lassen, institutionell an eine Europäische Union, die institutionell überhaupt nicht funktioniert. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich verstehe das nicht. Die Schweiz ist ein Wunder von der Selbstbestimmung. Ich kenne so viele Leute in Europa und Katholiken, ich bin oft in der EU, ich bin oft in Deutschland, ich habe viele deutsche Freunde. Die bewundern uns für die Selbstbestimmung, für die Unabhängigkeit. Und die können nicht verstehen, wieso es in der Schweiz Politiker wie euch gibt, die den ganzen Tag über nichts anderes nachstudieren, wie du die Unabhängigkeit kannst beseitigen, wie du die Schweiz in die EU kannst drücken und wie du die Schweiz an die institutionelle Fehlkonstruktion EU kannst anbinden, anschliessen, anschrauben, andocken, unterwerfen, kannst ein Verb nehmen von euch. Falls das versteht, einfach niemand, wir müssen die Unabhängigkeit behalten. Also, meine Damen und Herren, ich verstehe das, dass das gut ankommt bei Ihnen. Aber die Fakten sind einfach hier und da ein bisschen anders. Und ich möchte Ihnen jetzt ganz ein konkretes Beispiel geben, wo Sie ganz sicher sofort werden verstehen. Also, es geht darum, vorne ganz am Anfang hat der Roger Köppel gesagt, die EU mache ich für die Schweiz Gesetze und das lösen wir nicht zu. Und da muss ich als erstes einfach sagen, die EU macht schon Gesetze im Zusammenhang mit uns. Aber wir können auch sagen, die akzeptieren wir nicht. Die machen es nicht für uns. Nämlich in unserem Gesetzgebungsprozess werden die nicht einfach sich einmischen. Ich bitte Sie, einfach sich schnell das Beispiel auf der Zunge zu vergehen lassen. Ich war 8 Jahre Präsidentin der Kunststoffindustrie. Eine sehr erfolgreiche Industrie in der Schweiz. Und eines der erfolgreichsten Unternehmen überhaupt ist Ems-Chemie. Und wenn Sie, das bedauere ich, dass heute Frau Blocher Martullo nicht da ist, Entschuldigung, Frau Martullo nicht da ist, weil sie würde Ihnen das bestätigen. Und sonst möchte ich Ihnen empfehlen, wenn Sie glauben, dass ich Sie anrufe, machen Sie ihr eine Mail, sie wird Ihnen sicher eine Antwort geben. Es geht um Folgendes. Vorne hat Kathi Rickling gesagt, wir haben ein riesiges Problem in der Schweiz mit REACH. REACH, das ist, geht darum, dass sie offenlegen müssen, was für Chemikalien überhaupt in einem Produkt drin sind. Und der Kunststoffverband hat jahrelang gekämpft, dass man endlich eine Lösung findet, weil wir uns ziemlich piesackt gefühlt haben von der Europäischen Union. Und das war wirklich ein Problem, wo man hat können stöhnen drunter. Und es ist eben so, dass die ganz Grossen in der Kunststoffindustrie, die Ems-Chemie, Sika, Georg Fischer, Geberit, die haben Abteilungen und das ist ein bürokratischer, mühsamer Aufwand, aber sie haben Abteilungen und Juristen, die sich ausschließlich um das Problem bekümmert haben und bemüht haben, weil sie nämlich nicht haben wollen sagen, wisst ihr was, REACH, ihr EU, nicht, wir machen da einfach nicht mit, weil, meine Damen und Herren, wir können sagen, wir machen nicht mit. REACH interessiert uns einen Dreck. Das Problem ist einfach, dass dann die EU sagt, okay, ihr macht da nicht mit, dann tun wir einfach die Produkte nicht mehr bei uns in den 500 Millionen Märkten exportieren. Entweder ihr haltet euch jetzt an die Spielregeln, wenn ihr wollt mit uns Geschäfte, sind das leider die Spielregeln und sonst nicht. Und jetzt, wer ist am meisten geplagt von dieser Gesetzgebung? Nicht die grossen, ganz erfolgreichen, sondern vor allem für die KMU haben wir versucht zu kämpfen, dass wir das wegbringen. Das sind nämlich die Leidtragenden. Die Grossen arrangieren sich, die haben ihre Rechtsabteilungen. Und ich meine das im Fall wirklich so, wie ich sage. Gerade die Ems-Chemie hat wirklich meinen Respekt. Und auch die hat nicht können sagen, blasen wir in die Schuhe, wir halten vor REACH nichts und darum werden wir das nicht einhalten. Sondern sie haben sich, ja, müssen, haben sich müssen an das halten. Da müssen wir aber ein anderes Beispiel an diesem Punkt auch bringen. REACH, was, das kennen die Leute, nicht. Aber bringen wir mal ein Beispiel, das euch ein bisschen unangenehmer ist. Und ein Beispiel, das sehr schön zeigt,
was eine Einrahmung der Schweiz durch die EU bedeutet. Nehmen wir mal die Masseneinwanderungsinitiative. Da haben wir im Volksentscheid gehabt, in der Schweiz unmissverständlich die Mehrheit vom Volk und von den Stämmen sind für die Masseneinwanderungsinitiative gewesen. Was ist nachher passiert? Bundesräte, Politiker, auch solche, die hier auf dem Podium stehen, haben gesagt, das müssen wir wortgetreu umsetzen. Das müssen wir machen. Was ist nachher passiert? Sind die gleichen Leute gekommen, die gleichen Bundesräte, die gleichen Herr Fluris und wie sie alle heißen und gesagt, ja nein, jetzt, wir können das nicht umsetzen. Das geht nicht. Das akzeptiert doch die EU nicht. Wenn wir einen Volksentscheid umsetzen, bei das werden wir bestraft. Da gibt es eben Ausgleichsmaßnahmen, gibt es Sanktionen. Das ist das Verhältnis, das uns in einem Rahmenvertrag droht, dass solche Situationen da sind, wo wir Politiker immer ein Alibi haben, um Volksentscheid nicht umzusetzen mit der EU. Zweites Beispiel. Wir haben den Rahmenvertrag schon. Wir haben den Rahmenvertrag schon mit der Europäischen Union. Beispielsweise im Schengen-Vertrag. Im Schengen-Vertrag. Was passiert dort? Da kann die EU entscheiden, dass wir 70 Millionen Türken ein Visum geben für die Europäische Union. Meinen Sie, da kann die Schweiz nachher noch sagen, ja, aber nein, nein, hallo, hallo, wir wollen jetzt nicht, dass die alle dann in die Schweiz kommen. Dann muss die Schweiz die Visa-Regelung übernehmen. Und es ist einfach nicht, Entschuldigung, müssen wir jetzt nicht reinreden, wenn er es unangenehm ist. Wenn es falsch ist. Entschuldigung, ich mache gerade fertig, damit ihr, sagen es gerade fertig. Und es ist einfach Augenwischerei, wenn man da so naiv tut, die Schweiz kann dann selber entscheiden. Entschuldigung, die EU will ganz klar, wir müssen, wie bei Schengen, wie bei der Personenfreizügigkeit, das machen, was die EU will. Wenn wir das nicht wollen, wenn das Volk dagegen entscheidet, dann wird am Schluss ein europäischer Gerichtshof kommen und wenn sich die Schweiz nach wie vor weigert, dann gibt es Sanktionen, dann gibt es eine Bestrafung und Entschuldigung. Das ist nicht ein gleichberechtigtes Vertragsverhältnis, das ist nicht ein bilaterales, auf gleicher Augenhöhe bestehendes Unabhängigkeitsverhältnis, das ist eine Unterwerfung. Und ich finde es nicht redlich, wenn ihr das da verwedelt, verredet und nicht klar darstellt. Es ist so und es wäre gefährlich und es ist gefährlich für die Schweiz, wenn wir in diese Richtung gehen. Kann man einfach bei der Redezeit ein bisschen besser aufpassen? Der Experte möchte ganz kurz. Nein, vielleicht Türkei-Visum, das überlassen wir dem ehemaligen Botschafter. Aber ich, also, es hat auch sonst falsche Sachen gegeben. Gerhard Schröder, vielleicht noch Roger Köppel, der ist jetzt für mich überhaupt kein Vorbild mehr. Seit er mit dem Herrn Putin und seinen Gasleitungen da geschäftet, ist das für mich eigentlich eher eine Unperson, muss ich jetzt sagen. Weißt du, das ist noch vorher gewesen, aber du musst nicht auf Person spielen. Nein, weil du hast jetzt das vorher gesagt, oder? Du hast auch auf Person gespielt. Aber du bist ein Unternehmer, der eine Zeitung in der Schweiz vermarktet. Du machst das mit grossem Einsatz. Die Wirtschaftszahlen kennen wir nicht, aber du machst das gut noch für zwei Jahre. Ja, ich habe sie nicht abonniert. Aber das ist ja gleich, oder? Aber ist es sie immer? Ab und zu. Wenn du mich erwähnst. Aber wir profitieren, du sie mal selber zahlen. Jetzt müssen wir aber wieder zurück zu der, zurück zu der Sache, nicht so auf dem persönlichen Umfeld. Aber ich will sagen, die Schweiz hat siebenmal, mindestens siebenmal, den bilateralen Verträgen zugestimmt, der Personenfreizügigkeit zugestimmt. Im Prinzip. Ich respektiere den Volkswillen. Wir haben sie können überzeugen, dass das ein guter Weg ist und gute Lösungen sind und für unsere Wirtschaft sinnvoll und nützlich. Die Wirtschaft, die Export betreibt und aber nicht nur Binnen. Du hast gegen die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative gestimmt im Parlament und sagst jetzt, ich respektiere also Volksentscheid. Darf ich da etwas klarstellen? Gut. Tim Guldimann, nachher der Experte, kann er mal sagen, was alles nicht richtig war? Also, der unabhängige SP-Experte, das ist gut. Es ist ja bekannt, der Vorwurf der SVP vom Verfassungsbruch mit der Masseneinwanderung. Was da passiert ist, ist, das Volk hat entschieden über einen Paragraph in der Verfassung. Der Paragraph in der Ankündigung hat zum Ziel, innerhalb der bilateralen Verträge, die angepasst, neu verhandelt werden, eine autonome Zunahme, eine selbstgesteuerte Zuwanderung zu organisieren in der Schweiz. Das Erste ist ganz entscheidend.
Es war die Absicht im Rahmen der bilateralen Verträge mit dem Auftrag am Bundesrat, das Personenfreizügigkeitsabkommen neu zu verhandeln. Das war nicht möglich. Mit anderen Worten, 121a in unserer Verfassung lässt sich nicht umsetzen. Voll. Dann ist das Parlament hergegangen und hat einen Teil umgesetzt. Kann man sagen, einen kleinen Teil, also einen grossen Teil, kann man lange darüber diskutieren. Aber so, wie es drin steht, ist es nicht möglich. Es ist nicht so, dass die Diskussion über eine allfällige Neuabstimmung einfach noch einmal die gleiche Frage ist. Die gibt es nicht. Sondern die Frage ist, was machen wir mit einem Verfassungsartikel, den wir nicht umsetzen kann. Jetzt etwas Zweites. In der Argumentation von Roger Köppel hören wir immer, die EU, wir müssen uns unterwerfen, damit wir weiter kutschieren mit der EU. Sage ich, Roger Köppel, wir müssen das ganz anders machen. Ich bin nicht gegen Zusammenarbeit mit der EU. Ja, du bist für den Beitritt. Das ist vollkommen klar. Jeder Schritt mit der Europäischen Union ist Gegenstand von einer Volksabstimmung. Und im Moment würde ein Beitritt kaum mehr als 10-15% Zustimmung bekommen. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Was wir jetzt darüber reden müssen, ist, wie sichern wir die Zukunft von unserer Zusammenarbeit mit der Europäischen Union? Und sagen wir der Roger Köppel, ja, Zusammenarbeit ist gut, Bilateralismus ist gut, nur nicht die Lösung für die institutionelle Frage, wo das impliziert, was ich vorher gesagt habe. Ja, wenn das nicht geht, dann kommt einfach der Vorwurf, ja, dann tun die schlecht verhandeln. Das ist natürlich sehr billig. Ja, da kann man dem Bundesrat immer sagen, ja, Bundesrat, ihr Trottel, ihr lasst euch ja einschüchtern von der EU. Wenn ich dort wäre, könnte ich das viel besser. Stimmt. Es geht nicht. Gar nicht. Einfach, entweder die Alternative ist, und da würde ich sehr gerne von euch das wissen, dann kündet doch die bilateralen Verträge. Das ist ehrlich. Ja. Wir gehen mal können wir die bilateralen Verträge? Dann machen wir einen klaren Vorschlag. Einen klaren Vorschlag. Initiativen können vom Freizügigkeitsabkommen oder vielleicht das, was uns nicht gefällt. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Bin ich sehr dafür. Und dann kann man entscheiden. Aber zu behaupten, ist alles wunderbar. Zusammenarbeit mit der EU. Nur einen Schritt weitergehen, wo wir müssen machen, damit wir die Zukunft sichern. Den wollen wir nicht. Oder wir wollen ihn so, wie ich es gerne hätte. Und wenn das nicht gelingt, dann sind wir Trottel, die falsch verhandeln. Also diese Argumentation geht nicht auf. Doch, Tim Guldimann, nur ganz kurz. Wir nehmen dich gerne in die Arbeitsgruppe rein, wo wir über die Volksinitiative, über die Umsetzung von dieser Personenfreizügigkeit, von dieser Massenzuwanderungsbeschränkung diskutieren. Aber einen Punkt muss man da schon ausstreichen. Du hast das Stichwort jetzt gebracht. Das ist wirklich ein bisschen eine Tragödie von der Schweiz. Wenn Sie schauen, was die Engländer jetzt im Brexit machen, die verhandeln mit der Europäischen Union. Aha. Wen schicken die zum Verhandeln auf Brüssel? Die schicken alles Diplomaten und Politiker, die für den Brexit, für den Austritt sind. Was macht die Schweiz? Die schickt die grössten EU-Turbos auf Brüssel verhandeln. Unter anderem der Herr Guldimann. Unter anderem, ja, Entschuldigung, das ist so. Unter anderem der Herr Jakob Kellenberger. Und jetzt kommen Sie da immer mit diesen bilateralen Verträgen eins. Die bilateralen Verträge eins, das sind 7 Verträge von über 200 Verträgen, die wir mit der Europäischen Union haben. Die Verträge sind im Interesse von der Europäischen Union. Und wissen Sie, warum sie im Interesse von der Europäischen Union sind? Weil wo der EU-Turbo, Jakob Kellenberger, Chefunterhändler, die seinerzeit im 99 ausgehandelt haben, haben sie der EU eine sogenannte Guillotine-Klausel gegeben, die gesagt hat, dass auf keinen Fall die Schweiz irgendwann einmal einen Vertrag künden kann, wenn sie merken, dass die Verträge gar nicht in ihrem Interesse sind. Wenn die EU der Meinung wäre, dass die Verträge, die bilateralen Eis, so unglaublich im Interesse der Schweiz sind, wie ihr immer behauptet, ja, wieso haben sie denn die mit der Guillotine-Klausel zusammengebunden? Wieso drohe ich einem Vertragspartner mit der Guillotine, wenn ich ihm einen Vertrag gebe, der angeblich vor allem in seinem Interesse ist? Entschuldigung, ich bin nochmal der Meinung, wir müssen nicht mit der EU auf einen Konfrontationskurs gehen, aber wir dürfen uns auch nicht so einschüchtern lassen, wie ihr das macht, erpressen lassen und fast schon leise treten ist, um Himmels Willen,
Entschuldigung, die Personenfreizügigkeit, Kathi Ricklin, der hat das Volk zugestimmt. Das stimmt, mehrmals. Weil der Bundesrat gesagt hat, es gäbe netto 8 bis 10'000 Leute netto. Das würde im Samstagsjass beim Differenzler nicht einmal für eine Zugfahrt dritte Klasse von Wittenau auf Altstädte langen. Aber für den Bundesrat ist das eine Expertise. Man hat doch gemerkt, Kathi, dass der Vertrag nicht funktioniert. Dass viel mehr Leute kommen. Und jetzt möchten wir es neu aushandeln. Die EU hindert uns daran. Und ihr vergöttert die EU. Das verstehe ich nicht und finde es falsch. Doris Fiala, ganz kurz. Und dann gehen wir zum Experten, definitiv. Ja, also ich bin, glaube ich, eine, die EU nicht vergöttert. Und darum möchte ich jetzt etwas kritisch sein sagen. Weil ich denke, das gehört heute Abend einfach daher. Schauen Sie, im Grunde genommen hätten wir Parlamentarier, die die Masseneinwanderungsinitiative, die Vorlage, bei uns auf dem Pult war, müssen den Mut haben zu sagen, es widerspricht absolut dem, was die Schweizer Bevölkerung bei den Bilateralen abgestimmt hat. Und darum bringen wir die Masseneinwanderungsinitiative in dieser Form nicht zur Abstimmung, aber wir waren zu feig gewesen. Sagen, die SVP kann das jetzt nicht vors Volk bringen, weil nämlich ein paar von uns denken, wenn wir das machen, nein, dann hat die SVP grauenhaft Zuwachs. Das müssen wir jetzt durchgehen lassen und das Schweizer Volk wird ganz sicher am Schluss Nein in die Turnen rühren. Und jetzt ist es halt umgekehrt und ich behaupte sogar, auch Teilen in der SVP wäre es auch sogar wöhler gewesen. Es wäre ein knappes Nein gewesen und nicht ein knappes Ja. Aber unser Problem war, dass wir eine Vorlage, und leider ist es auch nicht die einzige, ich denke ganz allgemein kann man sagen, ist schon gut mit der Bevölkerung gerichtet, alles. Aber es gibt, meine Damen und Herren, hier und da eben so Knacknüsse, wo man es nicht einfach nur richten kann. Und das ist das grosse Problem und ich möchte Ihnen sagen, und wir sind beide nicht für ein Verfassungsgericht. Aber hätten wir in diesem Land ein Verfassungsgericht, hätte das die Initiative zurückgepfiffen und gesagt, die Initiative kann so in dieser Form nicht vor das Volk, weil es nämlich quer steht mit dem, was die Bevölkerung schon abgestimmt hat. Das ist eben die Wahrheit und darum glaube ich, nichts ist perfekt im Leben. Und das ärgert mich eben ein bisschen, wenn man das Gleiche tut, wenn man nur clever genug wäre, mutig genug wäre und überhaupt frech genug wäre und nicht so Schlappschwänz hätte, wie das gesagt wird beim Verhandeln. Nein, nein, so nicht. Wäre das? Nein, nein. Ja, nein, 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 so nicht. Okay, also, Entschuldigung. Du musst ein bisschen ins Vokabular runterfahren. Das kenne ich mir gar nicht von der FDP. Im Rintal pflegt man eine ganz feine Sprache, oder? Ja, das mag ja, nicht ja. Ja, ich möchte Ihnen einfach sagen, leider ist nicht alles perfekt. Und wissen Sie, die Schweiz ist so stark, weil wir schlau genug sind in dieser nicht perfekten Welt, immer wieder recht einen guten Kompromiss zu finden. Und ein Kompromiss tut hier und da denen links und hier und da denen rechts weh. Und im Moment sind wir in einer Situation, wo immer, wenn man nicht Maximalforderungen erreicht, dann nachher sind wir nicht mehr einverstanden. Und sehr oft gibt es auch ganz rechts und ganz links gibt's eine unheilige Allianz. Und da können wir in der Mitte noch so rumturnen, wir bringen es dann leider halt nicht durch. So, jetzt bringen wir ein bisschen Ordnung rein, Claude Lachon. Das Ganze hat ja mit einem Unglück angefangen. Am 6. Dezember 1992 hat der Bundesrat, haben die Mehrheit der Parlamentarier und haben auch die Mehrheit der Parteien vorgeschlagen, dass wir WWR beitreten. Wir haben Nein gesagt in der Volksabstimmung und das gilt von dem Moment an zu respektieren. Zweifelsfrei, die SVP hat sich in eine gute Position gebracht. Erstens, sie war dagegen gewesen, oder sie war mehrheitlich dagegen gewesen, und sie hat die Bevölkerung auf ihre Seite gezogen und sie war allein gewesen. Sie hat zwei Stärken ausgespielt. Sie hat Stärke 1 ausgespielt, dass es Angst gibt, dass die Demokratie der Schweiz wird leiden, je mehr wir uns integrieren. Und sie hat zweitens Stärke ausgespielt, dass auch Souveränität könnte leiden, wenn wir uns zu fest in die EU integrieren. Das sind zwei Starkpunkte, die die SVP zweifelsfrei hat und die vielleicht gut daran tut, wenn sich
Gegner von der SVP sich mit diesen zwei Punkten, die nicht ganz unerheblich sind, auseinandersetzen. Die SVP hat das Glück gehabt, dass sie nachher noch gewachsen ist, stark gewachsen ist, zur stärksten Partei geworden ist und seither insbesondere auch den Europadiskurs recht stark dominiert. Aber wir haben nachher unsere Politik neu formuliert. Wir sind weg von dem Kurs vom EWR, praktisch niemand mehr, mit vielleicht zwei, drei Juristen. Aber praktisch niemand mehr ist eigentlich heute der Meinung, dass der EWR eine gute langfristige Lösung gewesen wäre. Wir haben uns entschieden, dass wir den bilateralen Weg gehen und den bilateralen Weg auch mehrfach in Volksabstimmungen vorgelegt und eigentlich, wenn wir direkt über die bilateralen Abstimmungen haben, regelmässig Mehrheiten hatten. Also wir haben eine mehrheitsfähige Alternative zu dem EWR gefunden und schlussendlich steht die Schweizer Bevölkerung hinter dem bilateralen Vertrag. Ich denke, das ist mal die Ausgangslage, wo man sich im Klaren sein, wenn man jetzt über das Rahmenabkommen diskutiert. Was ist das Problem heute, meiner Meinung nach? Das Problem heute ist, dass wir relativ erfolgreich die bilaterale Politik mehrheitsfähig gemacht haben in diesem Land, weil es eine starke und geeinte Mitte gegeben hat. Und die Mitte hat bestanden aus der CVP und aus der FDP und die haben im Wesentlichen am gleichen Strick gezogen in Europa-Fragen und haben damit, nachher mit einem Verbündeten, in der Regel ist das die SP gewesen, haben damit eigentlich auch eine Mehrheit schaffen. Was wir heute haben, ist eigentlich, dass wir keine so Dreiteilung vom Parteiensystem, von der politischen Landschaft mehr haben, sondern wir haben faktisch eine Vierteilung. Jede Partei schaut vor allem noch für sich, wenn sie diskutiert, sie schaut auf ihre Politiker, sie schaut auf ihre Bundesräte, aber es gibt keine starken Allianzen mehr. Und darum sind wir in dieser Situation, dass es keinen ersichtlichen Willen mehr gibt. Aber es gibt eine Herausforderung. Wenn wir die bilateralen Bände für die Zukunft sichern, man kann über das diskutieren, ob die sinnvoll sind oder nicht für die Zukunft, aber es ist immerhin Volkeswille, dass wir die bilateralen wollen. Wenn wir die bilateralen sichern, dann braucht es ein Arrangement auch in dieser Frage vom Rahmenabkommen mit der EU. Das muss nicht devot sein, das muss auch nicht unterwürfig sein, meiner Meinung nach, aber es muss sachbezogen sein und es muss auch so sein, dass es vertappt auf beiden Seiten. Jetzt gibt es natürlich einen Tolken, es gibt die Masseneinwanderungsinitiative, das ist ein Tolken, auch für die Politik vom Bundesrat, weil dort hat die SVP noch einmal gewonnen. Man hat versucht, die Masseneinwanderungsinitiative zu umsetzen und da haben wir es sehr klar gesehen, wie schlecht das Mitte eigentlich heute funktioniert in der Schweiz, weil die keine gemeinsame Position mehr hatten in der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative. Aber man hat schlussendlich eine mehrheitsfähige Lösung gehabt. Im Parlament entscheiden immer noch Mehrheiten. Und das Parlament hat mehrheitsfähig halb sich für eine entschieden. Die SVP hätte problemlos das Referendum ergreifen gegen das, hat es nicht gemacht. Jetzt ist es richtig, dass die SVP wieder eine Initiative macht. Damit kommt effektiv die Frage auf den Tisch, ob man soll die bilateralen künden oder nicht. Ich bin fast sicher, dass man die bilateralen nicht künden wollen. Wir vergöttern sie wahrscheinlich nicht. Wir haben eine Zweckbeziehung mit den Bilateralen, weil wir sie als nützlich anschauen. Sie verhindern den EU-Beitritt und sie geben den Schweizer Firmen Zugang zum Binnenmarkt. Basta, fertig, ungefähr um das geht es doch eigentlich. Und mehr brauchen wir eigentlich nicht. Ich glaube, wir werden die nicht künden. Und die Frage ist, spielen wir sie jetzt nochmal quasi aufs Glatteis, indem wir einfach sagen zu dem Rahmenabkommen, was auch immer das dann auch schlussendlich muss beinhalten, dass das eigentlich von mir aus gesehen, nicht nötig ist. Ja, jetzt muss ich ja schon sagen, bei dem Rahmenabkommen, und da möchte ich vielleicht gleich nochmal die Seite da, die sich stark gemacht hat, vielleicht auch Frau Fiala mit einbeziehen, bei dem Rahmenabkommen gibt es halt gleich auch wieder zwei so gefühlsmäßige Schwächen, nämlich die, dass es zu wenig Schweizer Souveränität berücksichtigt und dass es auch demokratiepolitisch könnte ein Problem sein. Das ist eine Grundfrage. Und ich glaube, man muss sich deren einfach nur einmal setzen. Und das muss man nicht in aller Polemik machen, wie wir das heute Abend gemacht haben. Das gibt zwar Applaus und es gibt auch Gelächter. Und das tut auch gut, dass man hier und da über Politik lacht. Aber dann gibt es auch noch ernsthafte Fragen, die wir diskutieren für die Zukunft von dem Land. Und ich finde, es wäre gut, dass man sich nur einmal zu dem Thema äußert. Was ist problematisch an dem Rahmenabkommen, demokratiepolitisch, was ist problematisch für die Souveränität der Schweiz? Haben wir ein echtes Problem oder haben wir kein echtes Problem? Wenn wir kein echtes Problem haben, ist eigentlich die Antwort gegeben. Wenn wir ein echtes Problem haben, dann muss man nochmal mit Bücher. Wir kommen jetzt leider schon langsam zum Schluss, aber steuern wir dann nicht auf eine unglaubliches Hickhack und Chaos zu, wenn ich jetzt die Diskussion hier verfolge und nachher eine Debatte denke, die dann im Parlament läuft und wenn es nachher zu einer Abstimmung kommt,
das, was wir jetzt hier diskutiert haben, das geht doch so weit auseinander, dass es eigentlich fast nicht mehr möglich ist, um einen gangbaren Weg zu finden. Doris Fiala. Ja, vielleicht, ich glaube immer an das, dass man sich finden kann. Parteien ergreifen halt Partei und politisieren heisst halt, dass man sich auseinandersetzt und ringt. Und schauen Sie, als Mitglied vom Europarat wie der Herr Büchel wissen wir, dass nur dort, wo halt Diktaturen bestehen, einen entscheidet. Bei uns entscheiden alle Parteien gemeinsam. Und das, was wir hier haben, wäre in vielen Ländern gar nicht möglich. Und darum finde ich eben die Demokratie bei uns so gut. Da wirklich, da wird noch gerungen um einen Kompromiss, wo dann vielleicht auch nicht alle glücklich sind. Aber ich denke, wenn Sie jetzt, Herr Lange, als Experte sagen, es seien eben Schwachstellen herum, würde ich Sie doch bitten, die mal vielleicht noch konkret zu benennen. Weil das steht jetzt da so ein bisschen im Raum. Auch ich wäre froh, weil mindestens die fremden Richter, das könnte es jetzt mal nicht sein. Das haben wir heute Abend schon klären können. Aber dann müsste man sagen, dass wir die Fremden, dass wir keine automatische Rechtsübernahme haben und innerstaatliche Beschlussfassung gewahrt bleiben muss. Ich glaube, das haben wir heute Abend geklärt, dass das bis jetzt so feststellt. Und jetzt ist eben für mich die Frage, was ist es denn, wo Sie glauben, wo wir drinstehen, wo vielleicht so jetzt da unten in der Bauchgegend rumgehren, wo wir nicht verdauen können, aber auch weil wir gar nicht wissen, was es genau ist. Weil, wenn Sie es vielleicht wissen, wäre ich froh, dann nennen Sie das. Denn am Schluss kann man sagen, ja, das will ich auf keinen Fall, dann müssen wir einen anderen Weg gehen oder da müssen wir noch ein bisschen mehr diskutieren. Aber ich bin froh, wenn Sie es klar benennen, weil ich habe, dass es mir, also bis jetzt noch nichts gesehen, dass wir nicht einmal das genau anschauen können. Aber ich habe das Rahmenabkommen, das Endprodukt noch nicht gesehen und ich behaupte noch, niemand hat das gesehen. Gut. Ja, es war auch nicht meine Meinung, da wollte ich ganz klar sagen, es war nicht meine Meinung. Ich habe es also auch nicht gesehen. Und es macht auch gar nichts, dass ich es gar nicht gesehen habe. Ich habe gesehen, wie vor allem zwei unterschiedliche Konzepte sind, wie man im Streitfall sich soll einigen soll. Und es gibt ein Konzept, das wird eher von der FDP vertreten und es gibt ein Konzept, das wird mehr von der CVP vertreten. Und die zwei Konzepte sind nicht identisch. Da, da kann sich der Herr Köppel ins Füßchen lachen, dass ihr euch untereinander quasi ins Gehege gekommen sind über die zwei Konzepte. Und dann müssen wir noch gar nicht sehen, was eigentlich in dem Rahmenabkommen drin steht, sondern es braucht eine innenpolitische Klärung ungefähr, auf welcher Basis die Schweiz verhandeln will. Die Schweiz will ihre Position beziehen in dieser zentralen Frage. Und da müssen wir nicht über den Bauch diskutieren. Da können wir laut und deutlich über den Kopf und über die Ohren und über das Maul diskutieren. Ihr habt verschiedene Sprachen in diesem Punkt. Und das ist genau das, was die Schwachstelle ist. Die Schwachstelle ist nicht das Rahmenabkommen, das wollte ich gar nicht beurteilen, weil das können wir alle nicht beurteilen, ernsthaft gesehen. Aber die Schwachstelle ist, dass wir innenpolitisch jetzt geringen Konsens haben, wie wir das so weit umsetzen, dass es gut ist für die Schweiz. Und das, finde ich, ist eine absolut berechtigte Forderung, die auch von der SVP erhoben wird, dass man nur Sachen macht, die für die Schweiz gut sind. Und da, finde ich, da müsstet ihr euch ein bisschen mehr auf. Also ich finde es nicht, da lacht sich niemand ins Fäustchen rein. Da lacht sich gar niemand ins Fäustchen. Ich finde es eben himmeltraurig, wie es läuft. Und meine Quelle zu dem Rahmenvertrag, ich meine, das ist kein Geheimnis. Das sagen Ihnen führende Schweizer Diplomaten, das sagt Ihnen auch die aktuelle Staatssekretärin. Ich kann Ihnen ganz genau sagen, was bis jetzt ausgehandelt ist. Der Schweizer Bundesrat und seine Leute haben akzeptiert, erstens, dass wir in allen Vertragsbeziehungen mit der Europäischen Union zukünftiges EU-Recht übernimmt. Nein, stopp. Zweitens, stopp, bitte nicht. Entschuldigung, zweitens, dass in einem Konfliktfall der Europäische Gerichtshof als oberste Instanz urteilt. Fremde Richter, ja. Und drittens, der Bundesrat hat es auch akzeptiert und seine Diplomaten, dass es Sanktionen gibt, wenn sich die Schweiz nicht dran hält. Das bestätigt Ihnen auch die Staatssekretärin Beriswil, übrigens gerade in einem Weltwocheninterview vor der Sommerferien. Müsst das halt lesen, das Zeug, müsst ihr die Hausaufgaben machen. Und das Einzige, was noch offen ist, meine Damen und Herren, es ist da ein bisschen vernebelt angedeutet worden, ist die Frage, wie gross sind die Sanktionen, wie umfassend sind die Sanktionen, die man der Schweiz, also wie gross ist die Pfitze, die man der Schweiz auf die Finger hauen kann, wenn sie sich nicht an das Zeug halten. Und jetzt muss man mal ehrlich sein mit dem Begriff.
Ich bin 150% für den, Bilateralismus. Ich habe Ihnen vorher gesagt, passen Sie auf mit diesen Fremdwörtern. Was heisst denn bilateral? Bilateral heisst einfach ein zweiseitiger Vertrag. Ein Vertrag, den wir abschliessen, wir zwei, und dann kann man den künden, neu aushandeln, wenn sich die Situation verändert hat. Bei so einem Vertrag zwischen zwei Staaten akzeptiert man doch nicht die Gerichtshoheit vom anderen Staat. Das ist ja wie wenn du den Fußball-Cup-Final FC Zürich, gut, ich sage jetzt FC St. Gallen ist ein bisschen zu weit drin, nennen wir mal den FC Zürich gegen den FC Basel, dann geht der FC Zürich auf Basel spielen. Und dann machen die Basler nicht nur den Schiedsrichter, sondern sie stellen auch noch die Regeln auf. Und das ist einfach nicht ein zweiseitiges bilaterales Verhältnis. Das ist der Rahmenvertrag. Die EU macht die Regeln, die EU stellt den Schiedsrichter auf und die Schweiz muss sich daran halten. Und das ist nicht bilateral. Bilateral ist, dass wir zweiseitig auf gleicher Augenhöhe gleichberechtigt Verträge machen, wo wir künden können und nicht gerade der andere Pistole vornimmt und sagt, wenn dann der kündigt, gibt es die Nachteile und die Buße. Und da muss man ehrlich sein. Bilateral ja, Unterwerfung nein. Zusammenarbeiten ja, Zwangsheirat nein. Ja, aber das ist ja genau der Punkt, wo eben CVP und FDP nicht einig sind. Also anscheinend bist du jetzt ja schon für die bilateralen Verträge. Das ist die Variante, die der Präsident vom EFTA-Gerichtshof sagt, Karl Baudenbach, du hast ihn sehr gut zitiert, mit dem Schiedsrichter, mit dem Fußballspiel. Wir wollen von der CVP, wir wollen nicht das Gericht von der Gegenseite, der Europäische Gerichtshof und Karin Keller-Sutter, eure gute Ständerätin St. Gallen, ist voll auf meiner Linie. Wir sind zusammen in der EU-EFTA-Delegation. Wir haben das x-mal diskutiert. Wir haben lange Gespräche und wir sind uns eigentlich einig und wir sind sehr unglücklich über das Mandat. Und darum jetzt die Frage, ich glaube, das können wir heute Abend nicht abschliessend regeln. Wie kommen wir jetzt aus dieser Sackgasse raus? Nein sagen, und einfach Grund, Nein sagen. Ja, weil ich habe ja den Antrag gestellt und der Antrag wäre in unserer außenpolitischen Kommission durchgekommen, weil auch die SP gemerkt hat, wir kommen jetzt nicht mehr weiter. Und was ist passiert? Der Außenminister hat seinen Rücktritt erklärt. Und er gemerkt hat, er hat nicht mehr die Mehrheit in der außenpolitischen Kommission, weil nämlich wir gesagt haben, das Mandat, so wie es ist, geht nicht weiter. Ihr seid prinzipiell dagegen, aber die drei Parteien, SP, FDP und CVP, haben gesehen, wir müssen an dem etwas ändern. Aber ich glaube, eben, heute Abend wird es zu spät, um das zu zeigen. Aber nur, dass du siehst, wir denken etwas, wenn wir Politik machen und wollen ein Ziel erreichen und nicht einfach Staub aufwirbeln. So, Tim Guldemann, ja, bitte. Ich möchte jetzt darauf verzichten, noch einmal genau nachzuweisen, warum ich hundertprozentig überzeugt bin, dass die Lösung, die angestrebt wird, Selbstbestimmung sichert. Wenn der Roger Köppel dreimal das Gleiche erzählt, wird es nicht wahr. Ich kann Ihnen einfach sagen, so ist es nicht. Das ist eine Geschichte. Aber am Ende entscheiden Sie. Und da können Sie genau nachlesen und dann beurteilen Sie, ob Selbstbestimmung verletzt ist oder nicht. Und ob es der Regierung gelingt, das auch so zu erklären, dass man es versteht. Das ist meine Hoffnung. Jetzt hat der Claude Lange etwas Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, hey, ja, ich meine, da gibt es natürlich Aspekte, die die Souveränität einschränken. Aber da muss man eine grosse Unterscheidung machen. Nämlich die, dass heute schon wir, und da geht es meterweise, Bestimmungen von der EU übernehmen und kaum diskutieren. Das Entscheidende dabei ist nicht, dass wir es übernehmen, sondern das Entscheidende ist, dass wir könnten heute und in Zukunft Einsprache haben. Das ist Souveränität. Und wir kommen zum Schluss in der politischen Diskussion. Es ist gut für die Schweiz, wenn wir das machen. Wir könnten die Einsprache haben. Es gibt eine Ausnahme, das ist das Luftverkehrsabkommen, wo dort bei der technischen Überwachung wir akzeptieren, dass Entscheid von der EU-Behörde auch für den Luftraum in der Schweiz gilt. Haben wir akzeptiert. Ich meine, das Schicksal von der Swissair hängt mit dem EWR zusammen. Aber das ist ein anderes, das ist die Vergangenheit. In Zukunft müssen wir sicherstellen, dass unsere Wirtschaftsinteressen gewährleistet sind. Und dann ist die Frage, ob wir am einen oder anderen nur zu Abstrich machen.
Und ich glaube, es ist wichtig, dass man klar sagt, was der sogenannte autonome Nachvollzug ist. Das bedeutet, dass man den Einspruch könnte erheben, aber in unserem Interesse sagen, nein, okay, übernehmen wir, weil wir wollen angedockt bleiben am Binnenwert. Für den Mehrzutritt, für Ihre Produktion da aus dem Rital. Jetzt gehen wir aber zum Publikum. Thomas? Ich hätte eine Frage an Herrn Guldimann. Da hinten bin ich. Sie haben ja gesagt, die Schweiz kann jederzeit Einspruch erheben, wenn sie mit einem EU-Gesetz, das die EU für die ganze, für alle Staaten verabschiedet, nicht einverstanden ist. Jetzt, die Schweiz hat ja entschieden, dass sie Personenfreizügigkeit selber wieder regeln will. Der Bundesrat ist mit dem Auftrag auf Brüssel gegangen, ist mit leeren Händen wieder zurückgekommen und hat gesagt, ja, die EU will halt nicht verhandeln. Und Sie haben gesagt, da kommt der Europäische Gerichtshof zum Zug, wo man eigentlich mit einer Einsprache hergehen kann und quasi streiten mit der EU. Und da frage ich mich jetzt, wenn Sie so ein Verfechter sind von dem EU-Rahmenvertrag, wieso an dem Beispiel von der Personenfreizügigkeit, wieso ist denn da der Bundesrat nicht so weit gegangen, der gesagt, dann müssen wir streiten vor dem Europäischen Gerichtshof. Der Schweizer Souverän ist höher zu achten als die Verträge, die wir damals mit der EU vereinbart haben. Wieso ist das nicht passiert? Das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, der wichtigste für die EU-Seite, der wichtigste Vertrag im Rahmen der bilateralen EIS. Das sind 6 Verträge. Und die EU und vor allem die Mitgliedstaaten haben gesagt, mit der Schweiz ist in Ordnung, machen wir. Aber wir wollen diesen Vertrag. Wir wollen Personenfreizügigkeit. Das war vor allem Italien, Spanien, Portugal. Aber auch noch im Osten. Und das ist der Grund von dieser jämmerlichen Guillotine-Klausel. Jetzt kann man sagen, wir sind ja blöd, dass wir es akzeptiert haben. Die Tatsache ist, wir hätten nicht bilaterale Eis. Da kann man abwägen, was wollen wir? Dann hat man entschieden, man will das Paket mit dieser Guillotine-Klausel. Jetzt hat man den Vertrag. Jetzt ist man auf Brüssel gegangen und gesagt, wir wollen diesen Vertrag neu verhandeln. Wir wollen das Grundprinzip von diesem Vertrag, nämlich Personenfreizügigkeit über eine autonome Zuwanderungspolitik ersetzen und wollen, dass die EU zustimmt. Die EU hat gesagt, nein, wir verhandeln darüber nicht. Das ist gemein. Okay, aber das kann man rechtlich nicht anfechten. Die EU ist souverän, wir sind souverän, die entscheidet. Wir haben einen Vertrag, wir können gründen. Nein, man muss vielleicht sagen, wir haben ja den Vertrag gemacht. Wir können nicht einen Vertrag einklagen, den wir unterschrieben haben. Man kann schon einen Vertrag... Wir haben ihn gemacht. Nein, das stimmt nicht. Es gibt einen Vertrag, es gibt einen Paragraph, man kann neu verhandeln, wenn beide einverstanden sind. Aber abgesehen davon hätten wir eine Lösung bekommen von der EU, wenn nicht der Brexit passiert wäre. Wir sind... Nein! Schweiz! Nein! Es kommt eine klare Antwort von der Doris Viala. Sie lachen jetzt, aber so ist die Weltpolitik. Oder? Doris Viala. Darf ich Ihnen nur schnell aus meiner Sicht eine Antwort geben? Ich glaube, es ist ein ehrlich. Ich bin unehrlich. Ich habe vorhin auch nicht gelogen. Vielleicht sind wir nicht gleicher Meinung, aber es war trotzdem ehrlich. Ich denke, dass eben Personenfreizügigkeit der Art Kerndossier ist innerhalb der EU, dass wenn wir versucht hätten, mit Härte das durchzubringen, sie trotzdem Nein gesagt hätten, weil sie nämlich Angst hatten, dass viel mehr Brand entsteht im eigenen Haus. Und das hat sich bei England, also bei Großbritannien, sehr gut gezeigt. Und übrigens sind sie bei dieser Frage sind sie auch hart zu England. Mhm, genau. Die sagen nämlich England, ja, jetzt lassen wir zuerst uns scheiden und nachher können wir anfangen zu verhandeln. Aber Personenfreizügigkeit verhandeln wir nicht. Und das ist, meine Damen und Herren, das ist so das Kerndossier, dass man auf das wahrscheinlich nicht zurückkommen kann. Ja. Aber das ist vielleicht genau das, was den Leuten Angst macht, das Vorgehen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das die Leute beschäftigt. Wir nehmen noch 2 Fragen, noch eine von Rolli und eine von Thomas und dann schließen wir. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für die kleine Frage. Zuerst schnell zu diesem Thema. Also Liechtenstein hat keine Personenfreizügigkeit, das funktioniert trotzdem. Aber wir haben viel gehört über Rechtsverunsicherung und ich habe immer gemeint, Schweiz
sei ein recht sicherer Staat. Jetzt gibt es Firmen, die schauen etwa 20 Jahre in die Zukunft. Dazu gehört nicht die UBS, sondern Google. Und Google hat in die Schweiz investiert. Können Sie mir sagen, warum? Ja, natürlich. Ja. Sogar mit diesen Google-Leuten über das reden. Alle miteinander übrigens, ja. Ist mir egal. Ja. Ja, das ist klar, warum Google und andere Firmen in die Schweiz kommen. Wir leben heute in einer Zeit von extremer Unsicherheit. Wir haben in der EU vermutlich niemand mehr, der daran glaubt, dass die EU funktioniert. Da oben sind noch ein paar, die glauben, es funktioniert und in Bern. Aber in der EU, wenn sie dort sind, dann glaubt niemand mehr daran. Niemand glaubt an Euro. Niemand glaubt an Personenfreizügigkeit. Sie halten sich auch nicht an ihre eigenen Verträge. Es gibt Entscheidungen, du weißt nicht, was läuft. Plötzlich in Frankreich kommen Populisten. In England rebeln es. In alle Richtungen. Du hast in Amerika einen Trump, den niemand erwartet hat. Und so weiter. In dieser Unsicherheit ist die Schweiz als selbstbestimmtes Land ein Korallenriff von der Stabilität und von der Verlässlichkeit. Weil die Firmen natürlich sehr genau wissen, in der Schweiz hocken dann nicht einfach ein paar, drei, vier profilierungssüchtige Politiker in Bern oben, oh, vermutlich noch mehr, aber die haben nicht so viel zu sagen. Die können nicht einfach bestimmen und machen. In der Schweiz bleibt die Politik rückgekoppelt an das Volk und an die Leute. Und wir, ich setze mich ein, publizistisch und politisch, dass wir diese Stärke festhalten, dass wir unsere Selbstbestimmung können bewahren können. Und das ist der grösste Trumpf, die Schweiz hat. Darum wollen die alle in die Schweiz kommen, darum kommen die alle von allen Ländern in die Schweiz hin. Und das ist der wichtigste Punkt. Die Schweiz ist ein stabiles Land aufgrund von ihrer unabhängigen, direktdemokratischen, föderalistischen und neutralen Staatsform. Und ein Rahmenvertrag macht diese Staatsform kaputt. Und wenn man sagt, das breche mehr Sicherheit, wenn du an die EU anschraubst, dann frage ich mich, auf was für einem Planet lebt einer, der das erzählt. Und ich sage immer deutschen Studenten, wenn sie mich damit fragen, ja, was hat denn die Schweiz gemacht für den Frieden? Dann sage ich immer, ja, Entschuldigung, die Schweiz hat seit 500 Jahren keinen Krieg mehr angefangen. Die Schweiz ist das erfolgreichste Friedensprojekt. Und die Schweiz, meine Damen und Herren, ich will es ganz einfach sagen, die Schweiz muss frei bleiben. Die Schweiz darf sich nicht anbinden lassen und die Schweiz darf sich nicht einrahmen lassen. Weil wer sich anbinden lässt, ist nicht mehr frei. Und die Schweiz muss können weltoffen sein. Und weltoffen, offen, bist du nur, wenn du unabhängig bist. Und das Erfolgsrezept der Schweiz ist politische Unabhängigkeit nach außen, keine institutionelle Verbandelung und Selbstbestimmung nach innen. Und Selbstbestimmung nach innen heisst, sie sind der Chef. Nicht wir da oben, nicht der Bundesrat, nicht der Herr Juncker, nicht sonst irgendeiner, der das Gefühl hat, er könnte der Schweiz sagen, was durchgeht. Sie sind der Chef. Und diese Selbstbestimmung, dass sie bestimmen, was die maßgeschneiderten Lösungen sind, dass sie kritisch hören, was wir da oben für Fantasien und Szenarien und Visionen entwickeln, am Schluss entscheidet sie. Und wenn wir in Richtung Rahmenvertrag gehen, wenn wir uns einrahmen lassen, dann geht die Schweiz und das, was die Schweiz ausmacht, kaputt. Es geht kaputt. Und darum bitte ich Sie, unterstützen Sie uns, unterstützen Sie die Leute, die Schweiz, die erfolgreiche, die weltoffene, die bilaterale Schweiz am Herzen liegt, unterstützen Sie uns dabei, dass wir, wie im 92, wie immer wieder dafür kämpfen, dass die Schweiz unabhängig, erfolgreich, weltoffen bleibt, aber auch nicht weltoffen für alles. Weil der, der offen für alles ist, der ist nicht ganz dicht. Besten Dank für Sie. Wir kommen zum Schlusswort von Claude Lanchon, von unserem Experten. Und ich würde Ihnen dann auch noch bitten, am Schluss, dass er mir sagt, wo wir in 5 Jahren stehen. Ja, mit einem Experten da. Meine Damen und Herren, 1577 hat das erste Mal in der Schweiz den Begriff von der Souveränität ins Mund genommen, respektive ein Buch dazu geschrieben. Es war ein protestantischer Theologe, Pfarrer in Zürich. Josias Simmler war der Erste, der von der Souveränität der Schweiz geredet hat. Er hat das
keck, frech, einfach so mal postuliert, dass die Schweiz eigentlich souverän sein sollte, das heisst unabhängig sein vom Kaiserreich. Das Buch ist am Anfang von einer Geschichte von der Unabhängigkeit von der Schweiz. Aber es ist nicht das Ende von dieser Geschichte. Weil die Geschichte hat erst dann auch erfolgreich werden, das Buch von dem protestantischen Pfarrer hat erst dann auch erfolgreich werden, wo etwa 70 Jahre später alle anderen Länder rund um uns herum, beziehungsweise ganz Europa, von Schweden, Frankreich, über den Kaiser, alle miteinander, die schweizerische Unabhängigkeit im westfälischen Frieden akzeptiert hat. Wir können noch lange sagen, wir sind souverän. Wir können noch lange sagen, wir sind unabhängig. Das ist auch gut. Das drückt auch einen Lebenswillen aus, dass man das hat. Aber es ist nur die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass das auch gehört werden muss und dass das auch akzeptiert werden muss. Und für das braucht es ein Gehen und ein Nehmen. Für das braucht es eine Zusammenarbeit. Für das braucht es auch internationale Verträge. Seither sind wir in internationale Verträge eingebunden. Da können wir noch so lange tun, wie wir wollen. Wir sind seit 1648 unabhängig, aber wir sind verbunden. Es gibt keine Unabhängigkeit, die nicht verbunden ist. Und darum denke ich, es ist gescheit, dass man sich beides vor Augen hält. Nämlich ein Staat, der lebt, ein Staat, der will gestalten. Und das ist die Kerndefinition von Souveränität. Aber wenn die Souveränität jeder einfach so interpretiert, dass sein Lebensrecht das letzte entscheidende Lebensrecht ist, dann geraten wir in den Krieg. Also braucht es miteinander Kooperation. Und es braucht miteinander Abkommen. Es braucht miteinander, und zwar wirklich miteinander. Nicht einseitig, sondern wirklich miteinander. Übereinkunft, was gilt und was nicht. Das hat 1577 geholfen, das hat 1648 geholfen. Das wird höchstwahrscheinlich auch 2018 gelten. Ein Wunderstand. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja im Moment froh, nachdem ich eigentlich ja schon längstens im Ausland habe, ja, sind, für eine Weltreise. Ich wäre irgendwo in Russland im Moment. Und ich bin eigentlich froh, wenn ich weiss, wo ich stehe, dass ich überhaupt wieder stehen kann. Weil das ist eigentlich im Moment mein grösstes Glück, das ich kann, dass ich wieder stehen kann. Ein bisschen mühsam ist es, so zwei Stunden lang zu stehen, das gebe ich gerne zu. Ich weiss aber nicht mehr, auf welchem Scheichen dass ich stehen soll, oder auf dem Guten, dass ich stehen soll. Ich weiss nicht, wo wir in fünf Jahren stehen, aber ich bin sicher, dass wir eine Weisheit werden anwenden, um uns zu steuern, woher wir stehen wollen. Und es ist die Weisheit, die uns alle dafür beneiden. Dass wir miteinander, so wie heute am Abend, ziemlich laut und heftig miteinander brabbeln. Und solange wir nicht vergessen dabei, dass wir alle miteinander auch gemeinsame Interessen haben, ist das sogar die grösstmögliche Weisheit, die uns in den ersten fünf Jahren führt. Danke. Danke vielmals.